Kulturpalast in Dresden für Menschenrechte und für Frieden und für Freiheit natürlich. Jetzt in der Wahlkampfphase wird es besonders spannend. Ihr wisst es, die Opposition wird immer stärker. Und jetzt kriege ich gerade das Zeichen von der Polizei, dass ich genug gelabert habe. Wie, was haben wir jetzt? 5. Okay, na, dann stelle ich es. 5 Nein haben wir jetzt. Okay, einfach. Gut. Nicht Bescheid. So, hallo liebe Zuschauer, wir sind hier auf dem Neumarkt. Wartet mal, wir lassen mal den Markus, der hier testet. Achso, das. So, Markus hat nämlich getestet, ab heute wird die Dezibelzahl gemessen, aber nicht nur auf unserer Seite, sondern auch auf der anderen Seite. 85 ungefähr sind zugelassen. Und ja, es soll heute nicht nur hier gemessen werden, sondern auch auf der anderen Seite. Ich begrüße euch nochmal alle zusammen, alle Zuschauer, alle im Chat, meine lieben Mods vor allen Dingen, lieben Gruß in die Schweiz. Liebe Grüße in mein Umfeld, die wissen schon Bescheid. Ja, und alle lieben Leute, die uns abonniert haben auf Wahllokal, wo ihr heute hier den Stream seht. Ich kann euch nur ganz lieb und höflich bitten, uns neu zu abonnieren. Ja, alles andere werden wir weitersehen. Aber wir machen erstmal ein Stück weiter. Hi. Genau, hallo ihr Lieben. Hallo meine Gute. Die Frage noch, was du senden darfst. Ne? Ja, jetzt ist es auf Wahllokal. Ich weiß nicht, ob ihr schon geguckt habt, wenn ihr mich neu abonniert wieder, dann ist es gut. Weil Wahllokal ist auch abonniert. No, das ist gut, nur weil das ja immer der Ersatz so war. Und ja, wir haben keine Begründung, zweimal Widerspruch, keine Begründung. Die machen das auch ohne Widerspruch. Naja, die verdienen nicht an mir, ich habe ja kein Bebo-Link. Und da können sie mich ja auch löschen. Bei anderen verdienen sie ja. Verdienen kann man auch nicht sagen. Nee, aber sie holen sich's, genau. Ja, wir wollen mal ganz einfach. Ja, genau, da, das stimmt eigentlich. Ach, der Opa Matthias. Ja, hey, mein Guter. Aber ich hab's dir nochmal, da kannst du nochmal in den Stream dann reingucken. Und weiterleiten. Und weiterleiten noch. Ich setze es immer erst später rein, damit sie lieber hierher kommen, als dass sie es im Internet gucken. Genau, Thomas, mein Guter. Grüß dich, meine Torte. Mein Guter Thomas aus alles, Zittau. Alles okay? Na, naja, bis auf unsere Kanallöschung. Aber wenn ihr neu bei Wahllokal, WAL Lokal abonniert, da sind wir ganz glücklich drüber. Ja, grüß dich. Das, wo heute unser Stream ist, der ist schon auf Wahllokal. Ich vermeide, soweit es geht, dass das YouTube nicht hin. Wenn ich was hochschicke, lade ich alles auf Telegram, weil diese Löscherei, das ich weiß. Und das ist ja der Gipfel jetzt, wenn sie bei kompakten Mobbing hier schon müssen mit da vorne über. Ja. Der hat ja Einreiseverbot, ne? Ja, das wackelt. Das wackelt. Also das direkte Einreiseverbot ist momentan nicht in der Ebene, wo es durchgesetzt werden muss. Ach so, okay. Die haben beim Gericht dort beantragt, das auszusetzen, bis es gerichtlich entschieden ist. Aber die Bundespolizei hat ihn auf der Liste der gefährlichen Personen, die eventuell Unruhe stiften könnten. Ah. Und da muss er damit rechnen, wenn er über die Grenze kommt, dass er dort gedatzt wird und gesagt wird, so, okay. Jetzt hier nicht weiter. Alles klar. Millionen, die da jede Woche da kommen, da ist das nicht so mit der Unruhe. Die kann man reinlassen. Ja, genau. Können wir nicht reinlassen. Na, wir können ja auch hoffen, dass dann mal richtig zur EM kontrolliert wird. Diese EM, die ist mir sowas von geht nach. Aber da wollen sie ja richtig kontrollieren. Ich glaube so. Ich auch nicht. Nee, ich glaube sowieso nicht. Der Klaus. Das ist Pegida. Das ist Pegida. Wir sind hier. Wir sind hier. Wir sind hier. Wir sind hier.
Ja, das ist der Papierkorb, der Müllkorb, wo das reinkommt. Da kommen die Nazis rein, da kommen die Kommunisten rein, da kommt die Antifa rein und da kommt der Islamische Staat rein, in die Mülltonne der Geschichte. Aber nur nicht alle Islamisten, sondern nur die politische Variante. Andere sind ja keine Islamisten. Wenn die Bosnien den islamischen Glauben haben, sollen sie haben. Aber die Islamisten sind die. Test. Ist der? Alle der? Ach, Wolle. Ach, du liebe Zeit, mit der erst. Okay. Hallo. Ich muss erst mal zu meinem. Hallo. Hallo, servus. Ich kann nur am Schild kaputt gemacht. Wahllokal, sind wir jetzt. Ja, ich hab's gesehen. Ja. So, das ist ein Test. Wie laut sind wir denn jetzt? Lauter, leiser, mehr, was? Weniger. Runter etwas bitte. Überrechnet. Haben schon runter, weniger. Haben die jetzt neu weniger gemacht, wenn die Typ 4 nee, lass das mit einmal hochrätst. Dann würde ich als Spanke nehmen. So, sind wir jetzt in dem Bereich, wo es hingehört oder wo wir noch nie? Runter, weiter, höher, Zähne links, rechts, vorzurück, zur Seite ran. Wie läuft es? Wie viel haben wir denn jetzt? Da, das steht gar nichts da. Eigentlich sagen sie, haben sie uns gesagt, Zähne können wir am Dach hochladen. Oh, da muss ich aufpassen, dass ich keine harten Laute, keine Konsonanten. Ich spreche heute also nur mit Vokalen. Und dann wird es funktionieren. Sobald ich aber ein Z sage, wird es wahrscheinlich kurz drüber ausschlagen. Das ist schon mal gut. Hey, mein Guter, ich darf ich Z sagen heute? noch kann ich die Rede umändern und kann alle Z streichen, alle S streichen, alle T, K, P. Anstatt P machen wir sächsisch B. Warum ist also die Silber so sprechen, damit weichen Konsonanten. Und da läuft das eigentlich. Das müssen wir mal gucken. Bede, hab ich auch gefragt. Ich bin ja gespannt, ob die Einmessung dann auf der anderen Seite genauso passiert. Haben Sie gesagt? Ich bin echt gespannt. Ja. So. Genau. Soll ich weitersprechen? Soll ich aufhören? Wir können auch die Hymne noch mal anspielen, damit wir mal ein bisschen Musik drauf haben. Ja, das ist gut. Genau. Genau, das ist gut. Ich muss mir mal Plätzchen noch suchen. Warte mal. Ups. Einigkeit und Recht und Freiheit für das deutsche Vaterland. Danach lasst uns alle streben, brüderlich mit Herz und Hand. Einigkeit und Recht und Freiheit sind des Glückes Unterpfand. Servus. Ja, mein Kanal ist gelöscht. Tschüss. Ja, leider. Frau Barber. Hallo, Frau Barber. Ich hatte. Bauerndemo. Hallo. Links kommt von Herzen. Ich habe das veröffentlicht auf meinem Kanal gehabt. Das tun wir jetzt auch umspielen, weil wir wieder mal gelöscht wurden. Auch mit dem, was Sie mir in der Hand gegeben haben. Gut, na, das ganz haben wir toll mit angehangen. Wunderbar, und genau, das haben wir gemacht. Ja, liebe Leute, hier, die Frau Barbe ist heute bei uns mal. Ja. Und nee, in Berlin. Nee, ich spreche heute hier, ja. Krankenwagen, ein RTW. Was ist passiert? Oh, wer hat's denn? Hi. Ja, sind das schon wieder? Wer sind das? Oh. Wer ist denn das? Kennst du den? Nee, ich halte nicht drauf. Die Linken sind da, die kommen gleich rein. Ach, kommt gleich rein? Ja, ja, die Linken sind da. Ah, ja. Gut, nee, ich halte nicht drauf. Ich halte eh nicht drauf. Hi, mein Guter, servus. Diesmal hat sie mich erwischt. Was ist das? Kanal gelöscht? Das weiß ich schon. Du bist in der Gründung Wahllokal. Wahllokal ist der Ersatz gewesen. Ach, jetzt verstehe ich das. Hallo. Hallo, die Stuhlschmeiß. Ich will bloß nicht den Umgefallenen hier.
Den will ich nicht drucken. Kennst du den? Machen wir mal bitte frei für den RTW. Ach so, ne? Ich war ja ein aber es ist ja nichts. Er ist wieder bei Bewusstsein. Naja, aber irgendwas muss ja gewesen sein, oder? Ich hab bloß noch gesehen, wie er plötzlich umgefallen ist. Ja. Ja. Nervös. Also wir haben hier einen kleinen Einsatz. Da tun wir mal nicht drauf filmen. Nee. Und ich filme mal deine Fahne. No. No, genau. So. Genau. Wo stehst du? Ich stehe in Roßwein. In Roßwein. Zum Stadtrat und zum Kreistag stehe ich auf dem Wahlzettel. Okay. Gut. Sehr gut, sehr gut. Haben wir gleich die Werbung gemacht. Haben wir gleich mal die Werbung gemacht. Ne? Nervös. Vielleicht zu wenig getrunken? Nee. Ach so, okay. Ach so, okay, okay. Ja. Ganz komisches Klima. Ich weiß, so halb Waschhaus, aber ohne ganz. Aber irgendwie ganz komisches Wetter. No. Ach, die singen heute da drüben. No, was ist denn da los? Fuck Islam. Mm. Naja, mein Guter, da muss ich gleich mal dazu sagen, ich hätte nie alle über den Kamm geschert. Nee. Das haben sie bei uns noch im Zweiten Weltkrieg auch gemacht. Ah, gefährlich, gefährlich. Europa, diese... Nee. Von Stürzenberger? Nee, das ist aber... Nee, aber ich... Aber ist ja immer gut, also Stürzenberger hat recht. Der ist super, Nuno. Ja, ich... Wenn man die Geschichte hier... Die Frau Barbe, genau, die Frau Barbe. Die Ossis erkennen sie schon. Die Ossis erkennen die Frau Barbe, genau. Ist ja unser Alter. Und wenn die Rentner nichts sagen, no, wer soll denn was sagen? Genau. Ja viel mehr mit der Existenz. Wir waren 89 auch schon schlimm. So, ne? Es ist aber schlimm. Jünger, aber ja, es ist schlimm, dass wir 89 schon auf die Straße mussten. Ich habe mal nachgerechnet, das ist ganz erstaunlich. Zwischen 89 und, was habe ich da mir ausgerechnet? Ach, zwischen 53, 17. Juni und 89 waren es genau 36 Jahre. Und jetzt von 89 bis heute sind es 35 Jahre und nächstes Jahr auch 35 Jahre. Ah, haben wir genau ganz, wieder. Ganz interessant. Ne? Ganz das ist interessant, das stimmt. Ja. Das ist interessant, das ist wohl wahr. So lange braucht das immer so eine Generation, das ist zwei Generationen, bis ich, weil die Leute so viel vergessen. Leider. Leider vergessen sie zu viel, aber auch das Kurzzeitgedächtnis ist auch nicht sehr gut. Ne? Das ist der beste Verbündete aller Politiker. Ja, das Vergessen. Weil auch zu viel Leute zuströmt. Hallo, Servus. Hallo. Ja. Na, die stehen, warte, die stehen, wie schlimm die stehen. Mein Schlumpf passt genau auf hier. Ach so, ja, sie haben gleich den Schlumpf mit. Ja. Genau. Riebnitz Damgarten ist überall. Genau, das ist überall, das ist schon mal schön. Ja. So, genau. Ja. Ihr werdet so doch alle noch irgendwo Schlümpfe haben heute. Ah ja, ich habe auch noch welche. Also für mein Kind. No. Rausholen und als no. Widerstand. Ja, ich habe. Na, jetzt geht's ja vors Gericht. Ja, na, jetzt geht's ja, vors Gericht. Ja. Weiter so, je länger das genau bleibt, umso mehr schadet es. Genau. Das ist auch Andenken an Charlie Hebdo. Du weißt doch, ja, was schmeckt. Ja, gut, ja, das ist ja okay. Das war Dänemark, die genau. Mohammed-Karikaturen. Die Karikaturen, ne? Und das ist, da kann man mal sehen, wie die angeblich tolerant sind. Genau, so ist es. Die Zecken kommen gleich.
Die kommen gleich, die sind schon auf dem Weg. Ne? Die werden auch schon vom Beispiel. Werden die denn von der Polizeidienst abgereicht? Ja, hier ist noch eine Spur dazwischen und dann dahinter. Ich habe jetzt endlich ein T-Shirt abschieben. Da kann ja anders. Ja, der kommt bestimmt dann. Der Weißi kommt dann erst mit der Antifa. Ja, da muss der erst mit der Ärger gehen. Ja, der muss erst die Antifa wieder ärgern, genau. Anders geht's nicht. Das braucht er. Ne? Nee. Hallo? Hallo? Nö. Ja, mal schauen hier. Genau. Meistens kommen ja erst die letzten paar Minuten die Leute, aber. Naja, werden schon noch ein paar kommen. Eine Menge Linke sind unterwegs. Ja, ja, eine Menge. Auf dem Hauptbahnhof muss ja richtig was los gewesen sein, ne? Na, die haben, nee, weil die Antifa wird ja hergekoppelt. Die wird ja über den Hauptbahnhof. Und da muss schon ganz schön viel mit Polizei. Und irgendjemand hat sogar gesagt, hatten sie sogar einen Wasserwerfer hingestellt. Und sogar bei den Linken. Die benutzen den aber nicht. Ist bloß ein bisschen Warnung. Genau. Gut. So, ach, ist da genug da trotzdem? Ist immer genug Platz gewesen? Das geht schon. Immer. Hier vorne ist Platz, ganz vorne ist Platz. Ist genug Platz noch? Ja, gibt's nicht. Ja, ja, aber ist genug Platz immer. Wer jetzt hier? Nö. Genau. No. No. Ja, ja, ja. Na, hallo, mein guter Bernd, komm her, mein guter. Hey, du. Alles klar. Ja, na, no, das ist ja schon nichts. Ei, Gott. Ja, das glaube ich. Aber es ist ja heute scheiß Wetter irgendwie, ne? Bisschen Regen. Ja, ihr seid ein bisschen mehr im Erzgebirge. Ihr seid ein bisschen mehr, ne? Alles Palästinenser, ne? Aber das ist auch blau-weiß. Blau-weiß ist die israelische Sprache. Bilden tun gut, okay. Okay, gut. So, das haben wir schon mal. So, sieht trotzdem aus wie ein bisschen Regen, ne? Jetzt sieht es nämlich ein bisschen aus wie Regen hier. Der Himmel wird ein bisschen schwärzer, aber vielleicht haben wir Glück. Ich habe meinen Schirm mit. Aber hier mein. Ach, ich habe jetzt eine andere Klammer. Da musste ich ja doch das andere nehmen. Dort das. Wird es regnen? Oh je, oh je. Das ist ja jetzt nicht mehr. Matthias! Hey! Hi, mein Guter. Ne? Ja. Alles gut? Du musst neu abonnieren, nicht 5 nach 12, sondern Wahllokal. Okay. Das hast du mir das letzte Mal schon gesagt. Chicago weg, ne? Ja, wir haben Einspruch, aber ist ja wie es ist. Macht ja nicht viel Sinn. Nee. In dem. Mal Vorsicht sein, was man sagt. Muss ja noch Vorsicht sein, was du sagst. Zieht das denn hier? Ach, das ist der Herr Dings. Ah, jetzt weiß ich, wo ich den hinstecken muss. Das ist der Herr von der AfD. Genau. Jetzt weiß ich's. Aber hast recht, da müsste ich dann nämlich, wenn das regnet, müsste ich das wechseln. Welcher ist heute? Der 15. mein Guter. Der 15. Ich muss mal gucken, wo mein Rucksack ist. Warte mal, da müsste ich das anders machen.
Mach ich so. Wird es regnen? Sag mal, wird es regnen? Soll nie regnen. Hm. Wenn wir lieb sind, dann regnet es nicht. Das kommt an zwei, wird es doch jetzt nicht scheitern. Das wäre schon nicht, ich glaube nicht, dass da irgendeiner den Kante gar keiner so genau. Wer weiß. Vielleicht zu wenig getrunken. War einfach umgekippt, ne? Wer weiß. Ja. So. Ach, jetzt sind sie hier. So, also ich begrüße nochmal alle hier auf dem Neumarkt in Dresden. Bitte abonniert Wahllokal. Das wäre ganz, ganz lieb. Schön, dass ihr uns das machen die immer, das ist immer gut, die da, ne? Das ist schön, ne? Ja. Sind Sie extra mal schnell hierher gekommen? Ich habe das verbunden. Ich bin als Sachverständige eingeladen gewesen. Ach, das ist schön. Und da ging es um Gedenkstättengesetz, politische Opfer, DDR, Diktatur. Und dann habe ich Lutz angerufen und gesagt, Lutz, ich bin da, soll ich vielleicht auch Foto sagen? Ja, das ist schön. Ja. Weil wir dann mit dem Dresden-Verein immer zusammenlaufen. Schön, schön. Ja. Also ich rede noch vor dem Lauf. Vor das dem ist schön, ne, klar. Heute, wie in alten Tagen, schlage Adler und sie ach, jetzt kommt die Kinder, oder? Nee, sind sie immer nicht. Hatten wir auch mal Glück mit dem Wetter. No, aber das sieht nicht mehr lange gut aus. Aber ist egal, es ist erstmal wichtig. No. Wenn sie alle kommen, ist erstmal noch. No. Bis jetzt war Sonnenschein. Also. Naja, ein bisschen wird es verdauern. Ja, der kann es ja immer mit uns gut machen. Ne? Genau. Man wird hier seit 5 Tagen. Naja, das ist immer so, seit es die Kinder gibt. Ist immer die Uhrzeit angesagt und immer eine Viertelstunde später. Ich bin ja immer mitgelaufen bis 2017. No. So lange habe ich hier gearbeitet und dann aber. No. Nee, das ging immer eine Viertelstunde sowieso später los. Das ist die Tradition. Lieber den Tod als in der Knechtschaft leben. Wir wollen bauen auf den höchsten Gott und uns nicht fürchten vor der Macht der Menschen. Gemeinschaftsfreiwahl sein! Genau. Alleine deutschen Brüder, wie Gott wie tausend voll, auf sich deutsche Lieder, es horcht vor Berg zu toll. Woher kommen Sie genau? Von der tschechischen Grenze, ich bin Sachse. Nee, hier direkt bei uns an der tschechischen Grenze, hier auf dem Mauertal hier oben. Ja. Siebnitz. Und Leuba, ne? Siebnitz, andere Seite, ne? Genau. Also Sachse. Ach, das ist das Bild. Da steht nur schon wieder Antifa dazwischen. Der hier hinten mit der Kamera, das ist ganz, ganz linke von der Antifa. Mit der Mütze. Hier der mit der Mütze, mit der braunen. Noch ein Stückchen hier, der dahinter der junge Kerl. Der Junge hier, genau dort mit der Kamera. Geradeaus, wo die Deutschlandfahne ist. Dort, ganz großer Lenker. Ganz junger. Der ist immer. Ganz schlimm. Der hat schon Leute falsch angezeigt. Und wird doch vielleicht regnen. Ich weiß. Ich muss mal ein bisschen hier schnell wackeln.
Weil ich glaube mal, das regnet nämlich gleich. Es wird nämlich gleich regnen. Nehme ich mein Schirmchen suchen. Nehme ich mein Schirmchen wieder weg. Ah, hier ist es. Ich muss mein Schirmchen holen. So, es wird nämlich gleich losgehen. So. Ja, wir wackeln heute mal ein bisschen, aber das nützt jetzt mal nicht. Wir müssen unser Schirmchen suchen. Ich muss meinen Schirm suchen. Mein Schirmchen, es wird gleich regnen. Das regnet schon. Der Pulli ist raus. Ach, gut. So. So, jetzt. Hast du eine Hand frei? Kannst du bloß mal einfach halten? Gut, danke dir. Bloß einfach mal halten. Ich muss nämlich mal meinen Schirm machen. Könnte ein bisschen was runterkommen. So wie es jetzt aussieht. So. Oh, nee, der muss erstmal festgedreht werden. Hab ich auch. Oh, alles in Ordnung. Jetzt steht er wie eine Eins, also, ne? Also, das ist so. Danke. Das ist. Sieht ein bisschen wie Regen aus, aber nur ein bisschen. Ja, ja. Könnte sein, muss nicht, kann. So richtig weiß man es nicht. Ich glaube nicht, dass es regnet. Ich hoffe es nicht. Na, ich hoffe es ohne, aber. So, ja, man kann den hier. Apps nicht glauben und den Fernsehen ohne glauben. Naja, ich gucke an den Himmel, da sehe ich, dass es fast wie Regen aussieht. Ja, ja, 30% haben wir gemeldet. Genau. Sehen, was die App jetzt so sucht. Die Lügen-App. Ja, ja. Ich denke mal, das wird schon. Ich musste nur mal mein Regenschirm. Ich zeige euch mal mein Regenschirmchen. Guckt mal hier. Die kommen? So langsam nähern sie sich. Ah, oh, dann müssen wir mal gucken. Hallo zusammen. Sag gleich mal Hallo. Hallo, ach ja, dann tut das mal nicht über das Kreuz, ne? Die sollen jetzt angeblich gleich kommen, die Linken. Ich dachte mir das schon. Oh, jetzt tröppelt's doch. Jetzt tröppelt's doch. Das ist heute der Redner hier von der AfD, von Mecklenburg-Vorpommern. Nicht mal nicht für Nee. Live oder was? Ja. Ohne Paperlink. Ich hab sie schon weg. Ja, nee, das hier ist. Hallo. So, Goodie. Mal ein bisschen hier. Ich will mal hier ein bisschen was zeigen. Wenn ihr wieder neu abonniert, Wahllokal. Nicht mehr 5 nach 12. Wahllokal. Löscht. Ja, schön, würde ich mich freuen. Und kommt der Frühling, das Mal, grüßt mir die Lohr noch einmal. Ali, Ali, Ali. Und kommt der Frühling, das Mal, grüßt mir die Lohr noch einmal. Ali, Ali, Ali. Steh ich auf Bergeshöhen, schau über Täler hin. Steh ich auf Bergeshöhen, schau über Täler hin. Ja, wer ist es?
tröbbelt schon. Es tröbbelt. Welcher Zeitung sind wir denn hier? Von Neuen Deutschland oder von der Jungen Welt? Ja, die Kommunisten. Denkt ihr das? Denkt ihr das? Da bleibt noch im Gedanken. Denkt ihr, dass die mich hier reinlassen würden, wenn ich von der Sächsischen Zeitung oder irgendwas wäre? Denkt ihr das? Wenn man Presse liest. Deswegen kann ich ja trotzdem, hat er damit nichts zu tun. Hat man immer den Hintergedanken. Nö, das ist ja ihr, das sind ihre Gedanken. Jetzt tröbbelt es doch schon. Jetzt tröbbelt es doch schon. Ja. Naja, bei dir. Doch, euer hat schon. Doch. Ja. Ja, es hat gerade wirklich was getröbbelt. Ja, Tatsache. Was? Nein, ich nur bis zum Trocken, dass ja, aber ist ja egal, hat trotzdem, hat wirklich, nee, hat kein Problem. Nee. Noch nee. Tja, was macht man nun? Wird es regnen, wird es nee, verzieht sich's, nee. Schwierig, liebe Leute. Was mache ich richtig? Und ich mache es garantiert wieder falsch. Ah ja, ich entscheide mich jetzt so und wir nehmen den Gimbal, ja. So. Du bleibst ja dann hier noch. Kann ich dir meinen Rucksack hier lassen? Ja, ne? Oder so, ich stell den auch rein, ne? Ich muss bloß mal auf den Reißer schmeißen. Warte mal, damit hier nicht alles rausfällt. Warte, ich muss bloß. Warte, hier ist nicht viel drin, ich schau dir den bloß hier hin. Ja, ist nicht viel drin. Gut. Super, danke dir erstmal. No. Es trabbelt trotzdem. Das haben hier vorne alle gesagt, wo ich hier vorne stand. Ab bis mal Stille jetzt, wirklich. Sonst gehe ich woanders hin, ja.
der 15. April 2024 und wir begrüßen alle Patrioten hier in Dresden, der Hauptstadt des Widerstands. Herzlich willkommen alle Gäste, die heute wieder nach Dresden gekommen sind. Danke fürs Rauskommen, aber unser Gruß geht natürlich auch an die, die von weiter weg sind und nicht nach Dresden gekommen sind. Wir haben mehrere Livestreams, ihr kennt das Spiel, teilt die Bilder. Wir sind erreichbar unter www.pegida.de. Darunter findet man alles Wichtige, unsere Telefonnummer, den Zugang zu den sozialen Medien und aktuelle Nachrichten zum Versammlungsgeschehen. Ich eröffne hiermit die 247. Pegida-Kundgebung hier auf dem Neumarkt. Und wie immer gibt es erst einmal die Versammlungsauflagen mit der Bitte um Beachtung und Befolgung. Während der Versammlung wird das Mitführen von Behältnissen wie Flaschenbechern, Krügen oder Dosen, die aus zerbrechlichen, splitternden oder besonders hartem Material bestehen, sowie Waffen oder Gegenstände, die als Wurfgeschosse Verwendung finden können, unter anderem Eiersteine oder Fahrbeutel, beziehungsweise die ihrer Art nach zur Verletzung von Personen oder zur Beschädigung von Sachen geeignet und bestimmt sind, verboten. Des Weiteren wird das Mitführen von pyrotechnischen Erzeugnissen und der Einsatz starker Leuchtmittel, zum Beispiel Laserpointer, verboten. Während des Spaziergangs bewegen wir uns wie üblich hinter dem Führungsfahrzeug und gewährleisten Rettungsfahrzeugen oder Dienstfahrzeugen der Feuerwehr und der Polizei die Durchfahrt. Im Bereich des Neumarktes ist der ungehinderte Zu- und Abgang zu oder von angrenzenden Gebäuden, Geschäften und gastronomischen Einrichtungen zu gewährleisten. Freunde, bevor es losgeht, eine kleine Information. Wir haben hier am Lutherdenkmal die Evi stehen. Und zwar unter dem Stichwort Nein zur Moschee in Dresden hat sie ein Bürgerbegehren. Ihr könnt dort, wenn ihr aus Dresden seid, euch dort melden. Die Fahne der Freien Sachsen hat sie in der Hand. Dort ist der Treffpunkt. Dort könnt ihr euch gerne melden und euch beteiligen mit einer Unterschrift gegen die unsägliche Islamisierung auch hier in Dresden. Freunde, ich habe am 24.04.2017, also vor ziemlich genau 7 Jahren, eine Rede mit einer Prognose gehalten, dass 2036, also aus heutiger Sicht in 12 Jahren, der politische Islam in Deutschland die Oberhand gewinnt. Ich sprach damals von der stillen Invasion. Seit 2016 wurden ja schon mehr als 1,1 Millionen Visa für nachziehende Familien muslimischer Flüchtlinge ausgestellt. Danach kamen x Abkommen mit der Türkei, mit Italien, der Migrationspakt mit den Maghreb-Staaten. Dann kamen noch Unmengen afghanischer Ortskräfte, natürlich auch mit Familien. Wie viel tatsächlich nachgekommen sind, ist gar nicht bekannt. Keiner taucht in irgendeiner Asylstatistik auf. Wir sehen es zunehmend nur auf unseren Straßen. Von den illegalen Grenzüberqueren rede ich noch gar nicht, von denen 100% Straftäter gemäß § 5 Aufenthaltsgesetz sind, nämlich die unerlaubte Einreise und der unerlaubte Aufenthalt sind strafbar. In der Rede von 2017 hatte ich hochgerechnet, wie die muslimischen Reproduktionsfaktoren gegenüber Deutschen sind. Mittlerweile wisst ihr das alle selber, die Zuwanderer vermehren sich mit 3,3 Kinder pro Frau, die Deutschen pflanzen sich fort mit einer Quote von aktuell 1,1. Deutsche Familien mit mehr als 2 Kindern findest du kaum noch. Deswegen ist es einen Applaus wert. Gidi Richter aus Radeberg wurde vor 4 Wochen Vater seines 3. Kindes, ein Sohn. Er heißt Arthur. Gidi kann heute nicht dabei sein, aber die Oma steht hier am Platz. Wo ist sie? Hallo Michi, ich grüße die Radeberger Patriotenfraktion. Was die Reproduktionsquote der Zuwanderer mathematisch mit einer Bevölkerung macht, muss ich hier nicht mehr erklären. Dass wir unsere Bevölkerung bei 83 bis 84 Millionen Menschen halten, ist ausschließlich der Zuwanderung geschuldet. Schaut euch die Ausländeranteile der Altersgruppen im Bundesschnitt an. Unter 5 Jahren 40,3%, 5 bis 10 Jahre 39,8%, 10 bis 15 Jahre 38,2%. Freunde, das heißt,
im Klartext, die deutschen Kinder, die heute geboren werden, sind die letzte Generation, die nicht in einer mehrheitlich ausländischen, darunter mehrheitlichen muslimischen Gesellschaft aufwachsen. Wenn es jedoch so ist, dass die einheimische Bevölkerung die zunehmende islamische Bevölkerung mitversorgen muss, wie das jetzt schon der Fall ist, denn Fachkräfte sind so gut wie nicht vorhanden, haben wir jetzt schon einen Zustand des Kulturabbruchs, den ich in meiner 17er Rede erst für 2036 prognostizierte. Dieser Kulturabbruch wurde folgendermaßen beschrieben. Er führt zur Verarmung der Mittelschichten und zur Abwanderung oder Flucht der leistungsfähigen Schichten. Gesundheits- und Sozialsysteme und Renten kollabieren, weil viel zu wenig Leistungsträger einzahlen. Zunächst können die Kosten noch kompensiert werden, aber auf eine extreme Erhöhung der Steuern und Abbruch folgt zwangsläufig der Zusammenbruch. Die Infrastruktur bricht ebenfalls zusammen. Es ist einfach kein Geld mehr da, einfache Instandsetzung der Straßen, Brücken oder Schienenwege zu leisten. So sagte ich das 2017. Kommt euch so etwas bekannt vor? Genau, das ist in Teilen heute schon passiert. Wie geht die Entwicklung weiter? Die islamische Leitkultur setzt sich zwangsläufig mit dem wachsenden muslimischen Bevölkerungsanteil durch. Sicher erst im Westen, zuletzt in Mitteldeutschland oder in Dresden, wo die Patrioten sich ja auch tapfer gegen die Islamisierung und den Verfall des Abendlands wehren. Ihr kennt die Bilder aber alle von der Gebetsversammlung letzte Woche in Dresden an der Elbe. Lutz nannte das völlig treffend eine Machtdemonstration des Islam. Die Islamisierung des Abendlandes ist also flächendeckend real. Und wir haben doch auch jetzt schon unsere No-Go-Areas, mittlerweile auch in Dresden. Wir haben doch jetzt schon Stellvertreterkonflikte auf deutschem Boden. Wir sehen es ja jetzt, wie sich die Kriminalitätszahlen kongruent zur Zuwanderung entwickeln. Wir starten doch unsere Zuwanderung jetzt schon mit immensen Sozialleistungen aus, nur um den inneren Frieden zu sichern. Was ist, wenn das einmal nicht mehr geht? Oder wenn wir das einfach nicht mehr mitmachen? Es ist ja schließlich unser Geld. Was ist die Lösung? Er hat das Plakat heute schon mitgebracht. Ich zitiere da glatt einmal unseren Kanzler Scholz, 20.10.2023. Wir müssen im großen Stil abschieben. Hier seht ihr das Plakat. Seine Deportationsforderungen sind ja auch schon fast wieder ein halbes Jahr her. Und was ist passiert? Genau nichts. Wozu Paragraph 50 im Aufenthaltsgesetz? Personen ohne Aufenthaltsrecht in Deutschland trifft grundsätzlich die Verpflichtung zur Ausreise. Sollen wir Scholz einmal einladen? Er spricht ja fließend Pegida. Wir stellen ihn Pumuck auf die eine Seite und Faeser auf die andere Seite hin. Alle fordern sie das, was Pegida schon vor fast 10 Jahren gesagt hat. Im Wahljahr kann man schon einmal populistisch werden, um hinten nach wieder alles vergessen zu können. Ich muss noch einmal zurück zum Ausgangspunkt meiner Rede. Ich nahm an, dass der politische Islam erst übernehmen kann, wenn er in der Mehrheit ist. Mein Fehler. Schauen wir nach England. Der Bürgermeister von London ist ein Muslim, der Bürgermeister von Birmingham ist Muslim, der Bürgermeister von Leeds ist Muslim, Bürgermeister von Blackburn Muslim, die Bürgermeister von Sheffield, von Oxford, von Luton, von Oldham oder Rockdale, allesamt Muslime. Und all dies nur von 4 Millionen Muslimen von 66 Millionen Menschen in England erreicht. Derzeit gibt es in England über 3000 Moscheen. Es gibt dort 130 Scharia-Gerichte. Es gibt dort über 50 Scharia-Räte. 78% der muslimischen Frauen arbeiten dort nicht, bekommen staatliche Unterstützung, kostenlose Unterbringung und
Das gleiche ist bei 63% der Männer muslimischen Glaubens. Vom Staat unterstützte muslimische Familien mit durchschnittlich 6 bis 8 Kindern erhalten eine kostenlose Unterkunft. Jetzt ist jede Schule im Vereinigten Königreich verpflichtet, Unterricht über den Islam zu erteilen. Freunde, die sind uns nicht so weit voraus. In Köln blärt der Muezzin schon über die Hausdächer. Vor 3 Jahren hat Bayern den islamischen Unterricht eingeführt als reguläres Schulfach. Es wird inzwischen an 389 Schulen im Freistaat angeboten. In Saarbrücken lässt man aus Respekt zu den Muslimen das Kirchengeläut an Weihnachten still. Mittlerweile gibt es in Deutschland auch schon 2800 Moscheen und die Happy Ramadan-Bekundungen unserer linken Politikerkaste hat doch nur ein Ziel, Neubürger als Wähler zu generieren. Wen interessiert dabei, dass mittlerweile kleine Kinder Opfer von Messerattacken werden? Es muss nur oft genug passieren, dann gewöhnt man sich schon daran. Genau wie an die sexuellen Übergriffe und an die Gruppenvergewaltigungen. Aber wenn du etwas dagegen sagst, bist du Rassist und Ausländerhasser. Ja, wahrlich schwere Zeiten als Patriot, der sein Vaterland, das Land, für das seine Vorfahren gekämpft und gestorben sind, den Bach hinuntergehen sieht. Doch der Wind dreht sich. Wir sehen es ja heute wieder an einer Teilnehmerzahl, die in Dresden nur Pegida auf die Straße bringt. Danke jedem Einzelnen fürs Kommen. Die Islamisierung und die Zuwanderung sind tatsächlich die Hauptprobleme für unsere Gesellschaft. Alles andere ist Trommelfeuer und Ablenkung, auch der Ukraine-Konflikt. Hier bei Pegida tanken wir wieder Kraft. Es lohnt sich herzukommen und Gesicht zu zeigen für unser Land, für unsere Werte und für unsere Kultur. Die Lösung unserer Interessen kann nur auf der Straße ihren Ursprung finden, weil wir uns nur hier Gehör verschaffen können. Es geht um Gerechtigkeit und um allem, um das deutsche Volk. Deutsches Volk, steh endlich auf und komm mit auf die Straße, denn nur hier werden wir gehört und gesehen. Vielen Dank, Dresden! Ja, Freunde, mittlerweile habt ihr es mitbekommen, sie stehen auch wieder da. Ihr hört sie ja da hinten, die Fratze des Faschismus begleitet den Patriotismus seit fast 10 Jahren. Gegen Hass und Hetze schreien sie, doch Hass und Hetze geht von ihnen aus. Der gestreckte Mittelfinger, das ist der Nazi-Gruß dieser Generation. Sie wollen Krieg mit Krieg bekämpfen, Fried mit Waffen schaffen. Sie sind heimatlos, ohne Sinn, ohne Verstand, ohne Bildung und heute bestimmt legal bekifft. So, das hat sich aber jetzt genug mit dieser Aufmerksamkeit. Sie haben nur eins im Sinn, unsere Versammlung zu stören und damit handeln sie sich wieder eine Anzeige gegen Verstoß gegen § 21 Versammlungsgesetz ein. Aber Freunde, ab heute mache ich das anders. Durch die verantwortungslose Beauflagung unserer Veranstaltung und der Duldung dieser Gegenveranstaltung in unserem Nacken werde ich ab morgen auch eine Anzeige gegen die Versammlungsbehörde stellen, und zwar wegen Begünstigung nach § 21 Versammlungsgesetz. Ich gehe aber trotzdem aus, dass unsere Akustik für heute ausreicht und ich freue mich, eine Rednerin ankündigen zu dürfen, die ihr alle kennt. Es ist eine gute Freundin von Pegida, eine DDR-Bürgerrechtlerin. Sie kennt sich aus, sie hat den Bundestag auch von Ihnen gesehen. Begrüßt mit mir Angelika Barbe. Liebe Patrioten, ich grüße euch. Liebe Patrioten, ich grüße euch, und zwar mit dem Schlumpf, das Erkennungszeichen des Widerstandes für uns alle. Es ist unglaublich, dass hier auch Artikel 8 Grundgesetz, das Versammlungsrecht, gebrochen wird.
Ich frage Herrn Schuster, der hier Innenminister ist, warum er sowas zulässt. Das ist unzumutbar. Und es wird immer behauptet, sie wären alle Demokraten. Aber sie brechen gleich Artikel 8 des Grundgesetzes. Pegida wurde ja auch von Patzelt, von unserem Politikwissenschaftler Patzelt, wurde Pegida ja auch dokumentiert. Und er hat damals schon gesagt, ich kann mich erinnern, 2017 hat er gesagt, Pegida ist eine rechte Bürgerbewegung, die ihrer Zeit voraus war. Und sie feiert heute in diesem Jahr 10-jähriges Bestehen. Das ist eine ganz großartige Leistung und dafür müssen wir allen danken, Lutz Bachmann, Wolfgang Taufbild und allen anderen. Helmut Schmidt. Widerstand! 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 Helmut Schmidt. Helmut Schmidt hat vor über 20 Jahren gesagt, multikulturelle Gesellschaften sind immer Multikonfliktgesellschaften. Und das sehen wir jetzt. Er hat damals schon gewarnt und heute findet es statt. Das lassen wir uns nicht weiter gefallen und fordern, wie, da müssen wir sogar Scholz recht geben, wir müssen endlich in großem Stil abschieben. Aber unsere angeblichen Demokraten verhalten sich völlig undemokratisch. So hat Rupert Scholz, der Verfassungsrechtler, hat neulich im Leserbrief geschrieben, er fordert den Rücktritt von Haldenwang, weil Haldenwang ein undemokratisches Amtsverständnis hat. Und hier fordert, der hat ja geschrieben, Meinungsfreiheit ist kein Freibrief. Wer sowas äußert, hat an der Spitze einer Institution nichts mehr zu suchen. Und diese Forderung nach dem Rücktritt stelle ich auf. Wir haben Wahlen in Ostdeutschland vor uns. Und so wie wir die ganze Regierungsmannschaft einschätzen in Berlin, müssen wir uns darauf vorbereiten, die Wahlen auch zu kontrollieren. Briefwahlen müssen eigentlich abgeschafft werden. Aber wir werden das nicht schaffen bis dahin. Deshalb dürft ihr keine Briefwahl mitmachen. Und ihr müsst darauf achten, dass die Leute selbst an die Urnen gehen, an die Selbsturnen gehen und selber wählen. Denn nach Artikel 8 Grundgesetz sind nur die freien, unmittelbaren Wahlen gestattet. Das heißt, sie direkt an der Wahlurne passieren. Und das ist für mich ein wichtiger Punkt. Lasst das nicht zu. Demokraten müssen sich engagieren, müssen Wahlbeobachter sein, selber Wahlhelfer sein. Macht das schon jetzt bei den Europawahlen und dann unbedingt bei den Landtagswahlen in Sachsen, Thüringen, Brandenburg. Und denkt dran, BSW wählt das Bündnis Sarah Wagenknecht. Das ist eine von der Regierung gesteuerte und finanzierte Opposition. Denen dürft ihr nicht auf den Leim gehen. Wenn ich mit Leuten spreche, frage ich sie immer, wisst ihr, wen Sarah Wagenknecht finanziert? Nein, sie wissen es nicht. Sie finanziert dieses Pakt, was dort steht, die Antifa, wird von Sarah Wagenknecht finanziert. Sagt das weiter und lasst euch nicht Sand in die Augen streuen. Das konnten die Kommunisten nicht und das können die heute auch nicht. In Japan gingen die Leute gestern zu Massen auf die Straße gegen das WHO-Pandemiegesetz. Wir haben Corona erlebt und diese finanzierte Organisation, die WHO, die will jetzt wieder uns eine nächste Pandemie aufdrücken. Und zwar hat Bill Gates diese WHO gekauft. Weiter ist das nichts. Wehrt euch dagegen, macht Proteste und lasst euch nicht gefallen, dass die WHO hier mit dem nächsten Gesetz alles platt macht. Denn sie verletzen unsere Gesundheitsrechte und sie begehen damit Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Die RKI-Protokolle haben jetzt gezeigt, die Politiker sind schuldig. Lasst euch keine
Lasst es nicht zu, dass sie Krokodils drehen wollen. Sie gehören vor den Kadi. Sie müssen vor ein Strafgericht, sie müssen bestraft werden. Wenn ihr das nicht fordert, dann geht es ihnen so wie den SED-Verbrechern. Die sitzen heute überall und werden gepampert und müssen sich gar nicht zu ihrer Verantwortung stellen. Das darf den jetzigen Leuten, mit dem wir eigentlich das Grundgesetz vertreten, nicht passieren. Sie müssen sich verantworten für die Straftaten, die sie begangen haben. Und schon gar nicht dürfen wir ihnen irgendwas verzeihen. Das können immer nur Opfer und das kann nur passieren, wenn jemand Reue gezeigt hat. Und zum Schluss möchte ich noch was sagen zu uns Ostdeutschen. Wir Ostdeutschen müssen mit unserem Selbstbewusstsein viel stärker auftreten. Unsere Vorfahren haben im 17. Juni für Einigkeit und Recht und Freiheit gekämpft. 89 haben wir Einigkeit und Recht und Freiheit gekämpft. Und jetzt werden wir das wieder tun. Zwischen 1953 und 1989 lagen 36 Jahre. Und jetzt zwischen 89 und 24 Jahren, jetzt bei den freien Wahlen, liegen 35 Jahre. Es ist also immer der Abstand von Generationen, wo Menschen wieder deutlich wird, sie müssen sich selbst für Einigkeit und Recht und Freiheit einsetzen. Machen wir das gemeinsam. Und der Schlumpf hilft uns dabei. Dankeschön. Vielen Dank, Angelika Borber. Ich muss jetzt mal ganz kurz die Anlage nachjustieren. Wir werden ja heute ganz schlimm überwacht. Jedes Dezibel wird überwacht. Jetzt muss ich es auf meine Stimme mal einstellen, muss mal ein bisschen Bass rausnehmen. Ich hoffe, könnt ihr mich hören? Ja, funktioniert, denke ich mal. So, guten Abend Dresden. Guten Abend, liebe Freunde. Guten Abend, liebe Mitstreiter von nah und fern. Guten Abend, liebe Patrioten. Ihr habt es alle mitbekommen, Freunde. Bundesinnenministerin Faeser hat den neuen Kriminalitätsreport vorgestellt. Ich werde diese Mogelpackung heute mal etwas auseinandernehmen und einordnen, was diese Statistik eigentlich wert ist. Auf jeden Fall war die Statistik schon mal gut für einen handfesten Streit innerhalb der grünen Faschistenpartei. Der pollenlose Bambus für Bienen anbauende Landwirtschaftsminister, eine echte Fachkraft, also Cem Özdemir. Der sagte, und ich zitiere wirklich, die Zahlen der Kriminalitätsstatistik sollten uns nachdenklich machen, wer nach Deutschland kommt, um Schutz zu suchen und hier straffällig wird, der kann keine Nachsicht erwarten. Der muss unser Land wieder verlassen, das kann man auch nicht als soziales Problem bagatellisieren. Wow, Cem Özdemir mit Pegida-Sprech. Aber auch der innenpolitische Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag, Alexander Throm, haut einen Pegida-Satz raus, nämlich, es ist seit langem bekannt, wohlgemerkt seit langem bekannt, dass der Anteil der Kriminalität unter Nichtdeutschen höher ist. Und dieser ist jetzt nochmals deutlich gestiegen. Dafür bin ich verurteilt worden wegen Volksverhetzung, weil ich das gesagt habe mal, sinngemäß. Throm sagte weiter, wir brauchen eine Korrektur der jetzigen offenen Migrationspolitik. Da guckst du dann als Pegida-Gründer nahezu ungläubig auf das Programm, das wir im Team damals hier 2014 entworfen haben und denkst dir, warum nochmal wurden wir von den Staatsmedien und von der etablierten Politik als Nazis verrissen? Warum? Aber es geht noch weiter, haltet euch fest. Throm verliest fast wirklich unsere Pegida-Forderung, also eine Begrenzung des Zuzugs, vermehrte Kontrollen, weniger Sozialleistungen für Asylbewerber, eine Einschränkung des Aufenthaltsrechts sowie mehr Sachmittel für die Polizei vorschlug. 19-Punkte-Programm Pegida 2014 vorgestellt, genauso steht es dort drin. Eine radikale Wende in der Migrationspolitik fordert er selbstverständlich auch der innenpolitische Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion Martin Hess. Er führt aus, dass die Kriminalitätsentwicklung ein völlig inakzeptables Versagen der Ampelkoalition offenbare und sagt über ein Faeser-Zitat, Bundesinnenministerin Faeser hat offensichtlich die Kontrolle über die innere Sicherheit verloren. Guten Morgen, sagen wir auch seit 10 Jahren. Und das öffentlich-rechtliche Fernsehen, wo wir alle schön bezahlen dafür, das rudert jetzt mittlerweile und rotiert. Und die Zahlen, diese irrwitzigen Vergleichen irgendwie zu relativieren.
natürlich erfolglos. Da ist nichts zu beschönigen. Im Gegenteil, die ganzen Zahlen, und jetzt komme ich zum Punkt, die ganzen Zahlen von Staatsfernsehen und Faeser sind sogar noch geschönt bzw. verzerrt. Meine Meinung. Und warum ich das sage, dafür gibt es zwei Gründe. Zum ersten wäre da die Tatsache, dass die ganzen vermeldeten Anstiege, die prozentualen Anstiege, in den meisten Fällen im Vergleich zum Jahr 2021 gezogen wurden oder zu 2016. Ihr müsst euch das mal angucken, was sie euch dort präsentieren. Ein sinnvoller Vergleich wäre in dem Fall zu erfassen, dieses brutale Ausmaß, wenn man mit 1991 oder 92 das Ganze vergleichen würde. Als nach der Wiedervereinigung, da sind die ersten gemeinsamen Kriminalitätsstatistiken gekommen. Damit kann man es vergleichen, weil so sicher war Deutschland mal. Meinetwegen auch 1994, damit es eine runde Zahl ist, nämlich genau vor 30 Jahren. In dieser Zeit hat sich die Zusammensetzung der Bevölkerung signifikant geändert durch eine mittlerweile unkontrollierte Zuwanderung. Hier könnte man jetzt sinnvoll vergleichen, was passiert, wenn zu viele Menschen aus einem fremden Kulturkreis in ein Land gelassen werden. Das erleben wir ja gerade. Und die aktuellen Zahlen, die sich auf Jahre beziehen, in denen, um lapidar auszudrücken, der Drops bereits gelutscht war, und der war 16 nach dieser Masseneinwanderung und 21 erst recht, war der gelutscht. Da wurde nämlich das Land schon lange mit Gewalttätern, meistens Gewalttätern oder mutmaßlichen Gewalttätern geflutet. Das sagt wirklich dann, wirklich, wie das eigentlich exponentiell diese ganze Sache gestiegen ist. Und der zweite Punkt, 2016 lief die illegale Zuwanderung aus den meisten muslimischen Ländern bereits auf diesen Hochtouren, die ich erwähnte. Es waren bereits ca. 2 Millionen gekommen. Und das verzerrt das Bild im Vergleich zu heute, da viele der Illegalen, ja mittlerweile nun auch seit 2014 eingereisten, sind mittlerweile dank Ankerpolitik und Turbo-Einbürgerung, wie sich das so schön nennt, im Besitz eines deutschen Passes. Die sind gar nicht mehr nicht deutsch, die werden gar nicht mehr erfasst. Diese zählen also, wie gesagt, nicht mehr zu dieser Gruppe der Nichtdeutschen. Die Kategorie ohne deutschen Pass, Nichtdeutsche, klingt zwar gut, bringt aber gar nichts. Und tatsächlich das unglaubliche Ausmaß der gestiegenen Gewaltkriminalität zu sehen, benötigen wir die Kategorie Nichtdeutschstämmig, was auch Personen umfassen muss, die in zweiter oder meinetwegen auch dritter Generation hier leben. Und da kommt meist der Einspruch, ja, aber die sind doch hier geboren, die sind doch ein Teil. Unsinn, Freunde. Wenn eine Katze im Fischladen Junge bekommt, ich habe es schon oft gesagt, dann sind das keine Heringe, es sind Katzen. Punkt. Und wie genau diese neue Generation, also die Kinder dieser Menschen denken, das haben die aktuellen antisemitischen Pro-Hamas-Gewaltexzesse und Kundgebungen quer durch Europa und die Welt gezeigt. Sie verachten ihre Gastgeberländer, sie verachten die Kultur ihrer Gastgeberländer, sie verachten die Bräuche und sie verachten unsere Werte. Ich muss immer lachen, wenn völlig verstreute Linke und Grüne da, ups, das war doppelt gemobbelt, grün, links und verstreut ist doppelt gemobbelt, ist egal. Ich muss immer wieder lachen, wenn genau diese Experten sich pro-islamisch positionieren. Wisst ihr, wer die Ersten sind, die bei einer Machtübernahme des Islam geköpft werden? Das sind die sogenannten Ungläubigen, also die Atheisten, was in den allermeisten Fällen die linksgrünen Kasperle sind. Genauso die Homosexuellen, die Pfaffenbrot aus den Amtskirchen und so weiter. Also genau die Spezialisten, die heute gegen Pegida hetzen, weil sie die Tragweite dieser tief in der Ideologie des Islam verwurzelten Ideologie, das erkennen die, das begreifen die nicht. Aber sei es drum, am Ende ist das deren Problem, dass es zu einschneidenden Veränderungen kommen wird, wird jeden Tag deutlicher. Und es dauert nicht mehr lange, bis wir Zustände in Deutschland haben, vor denen genau diese Massen illegaler Asylbewerber ja zu uns angeblich geflohen sind. Das zumindest wollen uns ja, was die vor solchen Zuständen geflohen, wollen uns ja die etablierten Mainstream-Medien und Parteien glaubend machen. Sie erzählen wieder besseren Wissens, und das ist eigentlich das Schäbige daran, wieder besseren Wissens und wieder dem gesunden Menschenverstand, dass die sogenannten Flüchtenden angeblich vor Krieg und Verfolgung geflohen werden. Das ist meiner Meinung nach und der Meinung vieler Migrationsexperten zufolge ganz andere Fluchtgründe für geschätzte 90% der Asylanten gibt und gab, muss endlich offen auf dem Tisch besprochen werden, muss auf dem Tisch und muss besprochen werden. Ich wiederhole jetzt, was Pegida seit fast 10 Jahren stets betonte. Pegida ist für die Aufnahme von tatsächlich aus politischen, religiösen oder aus Gründen ihrer Sexualität, weil das dort nicht erlaubt ist, geflohenen Asylanten. Diesen muss Asyl gewährt werden, bis
bis zur Rückkehr, sicheren Rückkehr in ihr Land. Eine Einbürgerung oder ein anderer Status als anerkannter Flüchtling ist überhaupt nicht notwendig, da der Schutzstatus ja ein temporärer Status ist und kein pauschaler Dauerzustand für alle Menschen aus diesen Ländern, wie aktuell ja Praxis in Deutschland ist. Zu diesem Zwecke muss ständig überprüft werden, aber mindestens einmal im Jahr, das ist ein Vorschlag, zumindest einmal im Jahr, ob eine sichere Rückkehr für den jeweiligen Asylanten möglich ist. Gründe dafür können zum Beispiel sein Kriegsende, Regierungswechsel oder ähnliche Veränderungen in seinem Herkunftsland. Dafür müssen die zuständigen Behörden mit den Herkunftsländern im ständigen Diskurs sein, müssen um Personendaten ständig abfragen können und umgehend entsprechende Rückführungen veranlassen. Einbürgerungen und Duldungen nach Wegfall der Asylgründe müssen umgehend aufhören. Dafür wurde das Asylrecht der Bundesrepublik Deutschland nicht geschaffen. Und um es auf den Punkt zu bringen, alle zumindest seit 2015 gemachten Einbürgerungen von sogenannten Flüchtlingen müssen auf den Prüfstand und gegebenenfalls rückgängig gemacht werden, da dafür dieses Asylrecht, ich wiederhole, nicht geschaffen wurde. Ich zumindest habe im Asylrecht keinen Absatz irgendwie gefunden, der Einbürgerung vorschreibt, verlangt oder auch nur in Aussicht stellt. Des Weiteren folgendes, für alle durch Gewaltdelikte auffällig gewordene Asylanten mit deutschem Pass muss umgehend die Einbürgerung rückgängig gemacht werden und sie müssen ausgewiesen werden. Familienmitglieder. Abschieben! 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 Familienmitglieder solcher Leute sind davon ausdrücklich auszuschließen. Die haben sich benommen, die dürfen bleiben, wenn der Schutzstatus noch aktiv ist. Muss ganz klar auch gesagt werden. Wir wollen ja hier nicht die Sippenhaft einführen. Das darf nicht passieren sein. Es sollen nur die Menschen getroffen werden durch solche Maßnahmen, die sich nicht an die Regeln in ihren Gastländern halten. Und ich betone abermals, Gastland, da es nur Gäste für einen begrenzten Zeitraum sind. Von all diesen Forderungen sind natürlich nicht echte Migranten betroffen. Echte Fachkräfte werden schließlich benötigt. Das stimmt wirklich. In einigen Bereichen zumindest. Die echten Fachkräfte, die den offiziellen Weg an der Migration gegangen sind, über Anträge und so weiter, die sollen alle Möglichkeiten haben und bekommen. Dafür steht Pegida nach wie vor. Dieser offizielle Weg, übrigens eine Pegida-Forderung seit 2014, ist nach Schweizer bzw. kanadischem Vorbild zu schaffen und zum Zwecke einer qualitativen, dem Arbeitsmarkt und der Kultur und seinen Anforderungen entsprechenden Zuwanderung einzurichten bzw. sogar zu vereinfachen für die Leute, die wirklich Interesse haben, uns hier zu stärken. Auch hier muss ich aber direkt wieder dazu sagen, dass diese qualitative Zuwanderung trotzdem klar begrenzt werden muss und dass parallel dazu eine Reform des Bildungswesens, des Ausbildungswesens, des Studienwesens und so weiter erfolgen muss. Hierfür bedarf es einer grundlegenden, und das fordert Pegida seit 10 Jahren, grundlegenden Reform der Familienpolitik in unserem Land, um auch gleichzeitig dem demografischen Wandel entgehen zu können. Ich habe die Rede, ich hätte eigentlich eine Rede aus 2014-15 heute halten können. Wir sind wieder am selben Punkt. Seit 10 Jahren fordern wir das in unserem Grundsatzprogramm. Es muss für deutsche Bürger eine geburtenfördernde Familienpolitik her. Eine deutsche Familie darf nicht mehr gezwungen sein, aus wirtschaftlichen Gründen auf ein Kind zu verzichten. Wenn ich so manchmal rede, und dann noch ein Kind können wir uns nie leisten. Da stimmt was im Staat nicht. Das muss geändert werden. Da muss nachhaltig nachgebessert werden. Und Familien müssen großzügig gefördert werden. Und wenn wir Teile des Volksvermögens anstatt für bereits gescheiterte Energiewende, anstatt für Rüstung und Waffen, anstatt für Vollversorgung von oftmals Asylbetriebern und Wirtschaftsflüchtlingen, wenn wir dann die übrig gebliebenen Chip oder 100 Milliarden Euro deutschen Steuerzahlengeldes in ein Begrüßungsgeld zum Beispiel für jedes deutsche Baby, in einen Ausbildungsfonds für jedes deutsche Kind oder in kostenlose Schulbildung investieren. Ich weiß, jetzt kommt wieder der Einspruch, die Schule ist kostenlos, aber ich zähle zu Schule und kostenlose Schule auch Lehrmaterial, Bücher, Sportsachen, Sanierung von Schulen und meinetwegen kostenlose Schuluniform. Ich bin Verfechter der Schuluniform, ich gebe es zu. Weil Schuluniformen soziale Unterschiede bekämpfen würden. Es gibt kein Neid mehr,
Es wurde dem Leid vorbeugen und es wurde, kann ich mir vorstellen, auch dem Stolz der Schüler und das Gefühl des Zusammenhalts der Schüler stärken. Es wurde Solidarität hervorrufen. Aber wie gesagt, der Neid, er hat jetzt die teuersten neuen Turnschuhe an und der hat ein Hemd von was weiß ich für einer Markenfirma. Das würde aufhören. Es wären alle wieder gleich und könnten dieselbe Bildung genießen. Also, wenn wir mehr in unsere eigenen Kinder und Jugend investieren würden, dann zahlt sich das in wenigen Jahren aus und dann können wir auf noch mehr Fachkräftezuwanderung verzichten. Das ist natürlich ein Mammutprojekt und nicht unbedingt populär, weil die Politiker, die jetzt den Mut haben, sowas anzustoßen, die werden die Trauben dafür nicht mehr ernten. Das ist ein Prozess über eine Generation, vielleicht sogar zwei, aber es muss gemeinsam angegangen werden. So können wir Deutschland wirklich retten, wir können Deutschland zukunftssicher machen, wir können Deutschland wieder zu einer Industriemacht machen und wir machen uns nicht mehr lächerlich, ob es bei der PISA-Studie ist oder bei sonst was oder mit einer Außenministerin, die keinen deutschen Satz sprechen kann. Wir müssen Deutschland wieder bei jeder einzelnen Entscheidung in der Politik voranstellen, ganz vorn hinstellen. Der deutsche Bürger muss im obersten Interesse der Politik wieder sein und der Politiker. Wir müssen Deutschland wieder groß machen, um es so zu sagen. Und Freunde, geht nicht laut Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland alle Staatsgewalt von eben diesem Volke aus? Da hat sich leider aber in den Jahrzehnten der Altparteien-Klüngelwirtschaft etwas grundsätzlich geändert am viel gepriesenen Verhältnis zwischen Staat und Bevölkerung. Das Problem ist, der Staat versteht sich nicht mehr als Dienstleister, was ja eigentlich ursprünglicherweise gedacht war, als Dienstleister für das Volk. Stattdessen werden wir, nämlich das Volk, als Untertan, als Weisungsempfänger, Befehlsempfänger für die unwitzige gesellschaftliche Umbaupläne dieser aktuellen und unfähigen Regierung missbraucht. Und das muss ein Ende haben. Politiker müssen haftbar gemacht werden können für ihre Taten und sie müssen vollumfänglich mit Privatbesitz haften. Das muss ins Grundgesetz. Ein klares Bekenntnis zum deutschen Volke und zu dessen Wohlergehen muss her. Und die entsprechenden Taten müssen jetzt vor allen Dingen dann auch folgen. Unser Volk zuerst, alles für... Nein? Das werde ich jetzt nicht sagen. Wenngleich es ja irrwitzig ist, dass man diesen Satz nicht straffrei sagen darf in Deutschland. An dieser Stelle alles Gute an unseren Freund Björn Höcke, der sich ja für diesen Satz verantworten muss. Ich habe ihn nicht gesagt. Übrigens ist witzigerweise an dem verantwortlichen Gericht, wo die Verhandlung gegen den Björn stattfindet, wegen dem, was man nicht mehr sagen darf, hängt ein Schriftzug dran, der auch diesen Straftatbestand betrifft. Ich sage das hier wieder nicht. Ihr könnt euch da alle in den Social Media Plattformen belesen, im Internet belesen, das ist ja überall rum jetzt. Die wollen einen Höcke verurteilen für einen Satz, wo ein noch schlimmerer Satz eigentlich dort am Gericht selber noch verewigt ist, in Beton, in Stein gemeißelt. Also, damit ich auf jeden Fall diesen Satz jetzt nicht sage, sage ich jetzt also alles dem deutschen Volke, alles für die Leitkultur, die deutsche, und alles für die deutsche Zukunft. Dafür steht Pegida, dafür bleiben wir, dafür stehen wir. Und ihr könnt euch sicher sein, dass wir auch weiterhin hier stehen werden und genau dafür eintreten. Wir werden weiter den Finger in die Wunde legen. Das nächste Mal übrigens am 20. Mai, am Pfingstmontag, wieder hier ist angezeigt, wieder. Das darf ich noch nicht sagen, da ist noch ein juristisches Problem ein kleines, vielleicht ahnt der eine oder andere, wer eingeladen ist. Das ist aber bis dahin vielleicht aus der Welt, ja. Und dann Plan B haben wir auch noch dafür. Fakt ist, Pegida ist gekommen, um zu bleiben. Wir bleiben um zu siegen und Freunde, wir werden siegen. Und jetzt gehen wir eine Runde spazieren und dann freue ich mich auf unseren zweiten Gast aus Mecklenburg-Vorpommern, nach dem Mike Mark von der Bürgerbewegung Ribnitz-Damgarten, haben wir heute den AfD-Fraktionschef von Mecklenburg-Vorpommern, den Nikolaus Kramer da, ehemaliger Polizist, Topmann. Ich habe heute den ganzen Vormittag oder Mittag schon mit ihm verbringen dürfen. Wirklich Topmann, freut euch auf eine grandiose Rede. Wir gehen jetzt eine Runde spazieren. Danke, Dresden. Trotzdem begrüßen wir den Mike Mark auch. Er ist extra hierher gekommen aus Rüttwitz-Darmgarten. Ihr kennt die Runde, wir verlassen den Neumarkt hinten wie üblich, gehen auf die Wilsdrufer Straße und biegen dann links ab, kommen über die Rathausrunde wieder zurück. Lasst euch hier nicht unnötig provozieren, wir haben einen friedlichen Spaziergang, dafür steht die Gina. Und diese hasserfüllten Dinger
Temperaturen da hinten. Sollen Sie bleiben, wo Sie möchten, aber nicht bei uns. Dankeschön, wir sehen uns nachher noch mal wieder in Erfurt. Was hast du denn? Ach, das ist die Jacke. Das ist bloß die Jacke, ich hab sie hier an der Seite. Ich sitze nicht drauf. Ah, die Fenster hat sie genommen. Ja, ja, gut. Ja. Dann würde ich auch mal, damit ich was höre. Nino, alles klar. Ich komme mal bei dir Fenster putzen hier vorne. Auf Erden.
Lust, schlägt das Herz noch so frei. Du kannst lange peinlich von Feinden verräten, doch jetzt springt das Volk deine Ketten entfrei. Von dein Schlüssel zum Elbesgrad. Frei sind die Völker der deutschen Nation. Freiheit und Einigkeit erfinden uns für eine Zeit. Sachsen, ein Glück, eine Liebe, ein Stolz. Was ist sie dir wert? Wer zu sterben?
so, so schnell wie Zeit.
deutscher Meinung hält sich doch ganz Sportkellerin. Doch irgendwann kommt dann der Punkt, wo sein Recht wird zu viel. Schauen Sie die Schatten. Sissi! Film mal bitte draußen jetzt. Den Weg vom Anfang zu Ende geht. Mach's doch mal gut. 1386 Teilnehmer. 1386 und die Faschisten sind 246. Sehr gut. Danke. Danke. Was die Leute so gehen. Meinung an, dahinter steht. Da lässt es dir mal zum Geburtstag. Zu Ende geht, wenn sein muss, ganz allein da oben stehen. An meinem Arm. Dahinter stehen. Thank you.
Geändert. Ich habe jetzt halt die Gipfelscheid so bei 88, sind wir jetzt, das sind wir nicht ganz dicht. Feiges Gesicht zu zeigen. Ich denke, ich habe euch besser schon mal gezeigt und sag euch heute schon endgültig ab. Ihr braucht nicht lange Listen auszubreiten und zu sehen, dass ich auch zwei Söhne habe. Ich liebe die beiden, das will ich euch sagen. Das kommt so. Wer als mein Leben, als mein Augenlicht. Die werden keine Waffen tragen. Nein, meine Söhne geb ich nicht. Nein, meine Söhne geb ich nicht. Ich habe sie die Achtung vor dem Leben, vor jeder Kreatur als höchsten Wert. Ich habe sie erbarmen und vergeben und wo immer es ging, lieben gelehrt. Nun werdet ihr sie nicht mit Hass verderben. Kein Ziel und keine Ehre, keine Pflicht sind's wert, dafür zu töten und zu sterben. Nein, meine Söhne geb ich nicht. Nein, meine Söhne geb ich nicht. Ganz sicher nicht für euch hat ihre Mutter sie unter Schmerzen auf die Welt gebracht. Nicht für euch und nicht als Kanonenfutter. Nicht für euch hab ich manche Fiebernacht verzweifelt an dem kleinen Bett gestanden. Kühlt ein kleines glühendes Gesicht, bis wir in der Schöpfung Ruhe fanden. Nein, meine Söhne geb ich nicht. Nein, meine Söhne geb ich nicht. Sie werden nicht in Reih und Glied marschieren. Nicht durchhalten, nicht kämpfen bis zuletzt. Auf einem gottverlassenen Feld erfrieren, während ihr euch in weiche Kissen setzt. Die Kinder schützen vor allen Gefahren, ist doch meine verdammte Vaterpflicht. Und das heißt auch, sie vor euch zu bewahren. Nein, meine Söhne geb ich nicht. Nein, meine Söhne geb ich nicht. Ich werde sie den Ungehorsam lehren, den Widerstand und die Unbeugsamkeit.
gegen jeden Befehl aufzubegehren und nicht zu buckeln vor der Obrigkeit. Ich werde sie lernen, den eigenen Weg zu gehen, vor keinem Popanz, keinem Weltgericht, vor keinem als ich selber gerade zu stehen. Nein, meine Söhne geb ich nicht. Nein, meine Söhne geb ich nicht. Eher werde ich mit ihnen fliehen, als dass ihr sie zu euren Knechten macht. Eher mit ihnen in die Fremde ziehen, in Armut und wie Diebe in der Nacht. Wir haben nur dies eine kurze Leben. Ich schwör's und sag's euch gerade ins Gesicht. Sie werden es für euren Wahn nicht geben. Nein, meine Söhne geb ich nicht. Nein, meine Söhne geb ich nicht.
bleiben und die Verantwortlichen alles konsequent totschweigen und sie dich aufgrund deiner Meinung missachten, obwohl sie es waren, die uns diese Umstände brachten. Danke für die Hilfe, ohne euch wäre es zu schwer. Terrorzelle, Chemnitz, Sachsen und ein Luftgewehr. Lächerlich. Doch was will man noch erwarten? Diese Welt hat sich verändert, voll von kranken Psychopathen. Ohne Blick auf die Zukunft, Folgen sind ihnen egal. Wir können frei wählen, doch haben trotzdem keine Wahl. Spannen uns in ein System, das beginnt schon als Kind. Und gehen von Menschen, die von selbst Hass erfressen sind. Sie folgen ihnen blind und so wird es immer sein. Europa, wie wir es kannten, wird bei meiner Geschichte Zahl sein. Es waren jetzt vier Wünsche, aber... Schluss mit meinem Herzen und Stolz in meiner Brust. Hab mich dazu entschieden, der diesen Weg gehen. Okay. Zusammen stehen wir hier, lassen die Fahnen wehen. Für alles, was ich stehe, kämpfe ich bis zum Schluss. Mit Mut in meinem Herzen und Stolz in meiner Brust. Hab mich dazu entschieden, der diesen Weg gehen. Zusammen stehen wir hier, lassen die Fahnen wehen. Wirst du angeprangert, beleidigt und bedroht. Statt Missstände zu dämpfen, gibt's ein Dieselfahrverbot. Alternative Medien werden als Fake News defamiert, damit niemand kapiert, was hier wirklich passiert. Plus eins, ich hab mich immer vergessen. Als finanzierte Schlepperbanden, sie spalten das Land. Freunde entzweien sich im Streit, geprägt von der Vergangenheit, gingen wir viel zu weit. Weit hat die Jugend über Jahrzehnte genährt, doch alles ist gut, solange sehe ich keiner laut beschwert. Zu viele verkehrt, die Zukunft sieht düster aus, doch schaut weiter Frauentausch, ganz entspannt auf eurer Couch. Doch der Tag wird kommen, an dem sie es verstehen und mit weinenden Augen auf diese Zeit zurücksehen. Es ist nicht zu begreifen, doch jeder muss es selbst entscheiden. Ich hab meinen Weg gefunden und dabei werde ich bleiben. Für alles, was ich stehe, kämpfe ich bis zum Schluss. Mit Mut in meinem Herzen und Stolz in meiner Brust. Hab mich dazu entschieden, werd diesen Weg gehen. Zusammen stehen wir hier, lassen die Fahnen wehen. Für alles, was ich stehe, kämpfe ich bis zum Schluss. Mit Mut in meinem Herzen und Stolz in meiner Brust. Hab mich dazu entschieden, werd diesen Weg gehen. Zusammen stehen wir hier, lassen die Fahnen wehen. Auf dieser Welt ist Platz genug für jeden und Mutter Erde ist reich genug, um jeden von uns satt zu machen. Das Leben kann ja so erfreulich und wunderbar sein. Wir müssen es nur wieder zu leben lernen. Die Habgier hat das Gute in Menschen verschüttet. Und Missgunst hat die Seelen vergiftet und uns im Paradeschritt zu Verderb und Unschuld geführt. Wir haben die Geschwindigkeit entwickelt, aber innerlich sind wir stehen geblieben. Wir lassen Maschinen für uns arbeiten und sie denken auch für uns. Die Klugheit hat uns hochmütig werden lassen und unser Wissen kalt und hart. Wir sprechen zu viel und fühlen zu wenig. Aber zuerst kommt die Menschlichkeit und dann erst die Maschine. Vor Klugheit und Wissen kommt Toleranz und Güte. Ohne Menschlichkeit und Nächstenliebe ist unser Dasein nicht lebenswert. Aeroplane und Radio haben uns einander näher gebracht. Diese Erfindungen haben eine Brücke geschlagen von Mensch zu Mensch. Die erfordern eine allumfassende Brüderlichkeit, damit wir alle eins werden. Millionen Menschen auf der Welt können im Augenblick meine Stimme hören. Millionen verzweifelter Menschen. Opfer eines Systems, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, Unschuldige zu quälen und in Ketten zu legen. Allen denen, die mich jetzt hören, bitte zu, ihr dürft nicht verzagen. Auch das bittere Leid, das in uns liegt. Es ist eigentlich. Die Männer, die heute die Menschlichkeit mit Füßen treten, werden nicht immer da sein. Ihre Grausamkeit stirbt mit ihnen. Und auch ihr Hass. Die Freiheit, die sie den Menschen genommen haben, wird ihnen dann zurückgegeben werden. Auch wenn es Blut und Tränen kostet. Für die Freiheit ist kein Opfer zu groß. Soldaten, vertraut euch nicht Barbaren an, Unmenschen, die euch verachten und denen euer Leben nichts wert ist. Ihr seid für sie nur Sklaven. Ihr habt das zu tun, das zu glauben, das zu fühlen. Ihr werdet gedrillt, gefüttert, wie Vieh behandelt und seid nichts weiter als Kanonenfutter.
Ihr seid viel zu schade für diese verirrten Subjekte, diese Maschinenmenschen mit Maschinenköpfen und Maschinenherzen. Ihr seid keine Roboter, ihr seid keine Tiere, ihr seid Menschen. Bewahrt euch die Menschlichkeit in euren Herzen und hasst nicht. Nur wer nicht geliebt wird, hasst. Nur wer nicht geliebt wird. Soldat, kämpft nicht für die Sklaverei, kämpft für die Freiheit. Im 17. Kapitel des Evangelisten Lukas steht Gott um in jedem Menschen. Also nicht nur in einem oder einer Gruppe von Menschen. Vergesst nie, Gott liegt in euch allen. Und ihr als Volk habt allein die Macht. Die Macht, Kanonen zu fabrizieren, aber auch die Macht, Glück zu spenden. Ihr als Volk habt es in der Hand, dieses Leben einmalig kostbar zu machen. Es mit wunderbarem Freiheitsgeist zu durchdringen. Daher im Namen der Demokratie, lasst uns diese Macht nutzen. Lasst uns zusammenstehen. Lasst uns kämpfen für eine neue Welt, für eine anständige Welt. Die jedermann gleiche Chancen gibt, die der Jugend eine Zukunft und den Alten Sicherheit gewährt. Versprochen haben die Unterdrücker das auch, deshalb konnten sie die Macht ergreifen. Das war Lüge, wie überhaupt alles, was sie euch versprachen, diese Verbrecher. Diktatoren wollen die Freiheit nur für sich, das Volk soll versklavt bleiben. Lasst uns diese Kämpfe sprengen, lasst uns kämpfen für eine bessere Welt. Lasst uns kämpfen für die Freiheit in der Welt, das ist ein Ziel, für das sich zu kämpfen lohnt. Nieder mit der Unterdrückung, dem Hass und der Intoleranz. Lasst uns kämpfen für eine Welt der Sauberkeit, in der die Vernunft siegt, in der Fortschritt und Wissenschaft uns allen zum Segen gereichen. Kameraden, im Namen der Demokratie, dafür lasst uns steigen! Lautsprecher machen jetzt abwickeln, weil wir angeblich zu laut seien. Das haben sie natürlich mit ihrem nicht geeichten Messgerät und ohne Messprotokoll jetzt einfach mal so behauptet hier mitten in der Gasse. Obwohl ich schon immer leiser geregelt habe die ganze Zeit. Aber ich glaube, ihr seid auch ohne Lautsprecher machen laut genug, oder? Also dann lasst mal hören, was gerne passt. Das hast du ja jedes Mal leiser geregelt. Das ist die sich nicht schämen.
Ja, wenn die Texte da machen, ist es nicht. Das singen wir. Hinter der Scheibe.
weil du sie gesehen hast. Ach so, nee, ich hab's. Wir haben schon was. Jetzt wird's schnell finster. Ich weiß nicht, ob es
Platz, damit ich hier auf den Platz wenden kann. Ich muss jetzt hier wenden. Macht mal bitte ein bisschen Platz hier, damit ich wenden kann. Achtung! Achtung, lasst mich mal bitte durch, damit ich hier wenden kann. Achtung! Achtung, lasst mich mal bitte durch, damit ich hier wenden kann. Dann sieht man, lasst mich mal bitte durch. Markus, ich danke dir erstmal. So, jetzt muss ich das mal sehen, ob ich hier rauskomme. Das ist besser. Warte. Geht schon. So, liebe Freunde, herzlich willkommen hier zurück. Ich muss mal kurz wieder hier was ändern. Also, wir haben es geschafft. Wir haben unsere Anzeige für heute. Wir waren auf dem Spaziergang 3 Dezibel zu laut. Das stellt wohl angeblich eine Körperverletzung dar. Ja. Naja.
wir sind ja gewöhnt, vor Gericht zu erscheinen, aber ich denke, dass das natürlich für uns ausgehen wird, weil es wegen Lächerlichkeit eingestellt wird. Also in dem Fall begrüße ich jetzt unseren nächsten Gast des heutigen Tages. Freue mich ganz besonders, Mecklenburg-Vorpommern ist da aus unserer Reihe. Die Länder, die Bundesländer der ehemaligen DDR stellen sich vor, den AfD-Fraktionsvorsitzenden im Land von MECPOM. Ich habe auch sehr schön heute schon mit ihm gesprochen, damit ich meinen FDGB-Vereinheimplatz kriege an der Ostsee. Wird ja bald wieder so werden. Ja. Ich freue mich, Nikolaus Kramer, herzlich willkommen hier in Dresden. Hallo Dresden! Ich grüße euch und freue mich, heute hier zu sein. Ja, ich freue mich sehr, heute hier zu sein. In der Hauptstadt des Widerstands, im schönen Elbflorenz. In der Landeshauptstadt von Sachsen, in der Stadt, in der der Bürgerprotest nach der illegalen Grenzöffnung von Merkel begann. Liebe Dresdner, liebe Sachsen, liebe Patrioten von nah und fern, ich möchte mich bei euch bedanken. Ich möchte mich bei euch bedanken, bei euch, die seit so vielen Jahren, seit nunmehr fast 10 Jahren, bei Wind und Wetter, bei Gegenprotest und medialer Verteufelung auf die Straße gehen und unsere deutsche Fahne mutig den Feinden unserer Nation entgegenstreckt. Widerstand! 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 Und ich habe Gänsehaut, aber nicht, weil mir etwa kalt ist, sondern Gänsehaut wegen dieser Kulisse, wegen euch, die ihr hier furchtlos und beharrlich jeden Montag auf die Straße geht, für unser Land, für Sachsen. Und dieser Protest auf der Straße, liebe Freunde, der steht der Arbeit im Parlament in nichts nach. Nein, er ist vielleicht sogar noch wichtiger. Der Protest von Pegida war auch Wegbereiter unserer AfD. Ein mächtiger Ruf in die gesamte Bundesrepublik. Ich erinnere mich noch gut an die Bilder aus dem Jahr 2015, als sich über 40.000 Menschen friedlich in Dresden versammelten. Aus der Mitte heraus, aus der Mitte der Gesellschaft und Gesicht gezeigt haben, dass es ein Weiter-so nicht mehr geben darf. Das war einzigartig und hoffnungsvoll blickten so viele Menschen in die sächsische Landeshauptstadt. Hoffnungsvoll blickten so viele Menschen hier nach Dresden. Das, liebe Freunde, war euer Verdienst und der Verdienst des Pegida-Teams, der Verdienst von Lutz Bachmann, Sigi Debritz, Wolfgang. Und ich bin wirklich dankbar, heute hier und jetzt vor euch sprechen zu dürfen. Und die dort, die keine Argumente haben, die allein der Hass auf die Straße treibt, die auch heute noch ihre Gesichter hinter Masken verstecken, die keine eigenen Ideen und keine eigenen Vision haben, die tun mir im Grunde leid. Sie scheinen hilflos zu sein. Hilflos gegen unsere Idee eines besseren Deutschlands und ihre Unrufe verhallen wie ein Wind und werden auf dem Schutthaufen der Geschichte enden. Denn in den letzten Jahren, seit 2014, 2015, ist vieles passiert. Der Osten steht auf. Wir Ostdeutsche sind wieder einmal Fanal der Freiheit und des Widerstands. Wir Ostdeutsche kämpfen wieder für Freiheit und Selbstbestimmung. In einer Zeit, in der die etablierten Politiker immer wilder und wahlloser um sich schlagen, liebe Freunde. Aber umso härter die Repression gegen die Opposition peitscht, umso entschlossener werden wir. Umso mutiger gehen wir voran. Denn wir haben nun endlich wieder eine reelle Chance, die politischen Verhältnisse in diesem Land zu ändern und Deutschland wieder vom Kopf auf die Füße zu stellen. Ja. 2024 wird wieder ein Schicksalsjahr der Deutschen werden. Landtagswahlen in Thüringen, in Brandenburg und auch hier in Sachsen. Und ihr, liebe Freunde, ihr habt es in der Hand. Sorgt dafür, dass keine der Ampelparteien im Freistaat wieder in den Landtag einziehen und überzeugt eure Freunde und Bekannten davon, die AfD zu wählen. Denn noch geben auch hier leider viel zu viele Menschen der CDU ihre Stimme. Eine CDU, welche bis zur Unendlichkeit enttärmt und diesen ganzen Bogen und linken Ungeist tief in sich trägt, vor den Wahlen höchstens kurz einmal rechts blinkt, um dann nach der Wahl wieder eine linke Agenda zu verwirklichen.
Was Deutschland in diesen schweren Stunden am nötigsten braucht, liebe Freunde, das ist Remigration. Eine groß angelegte Remigration. Abschieben! 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 Wir brauchen also eine Umkehr der Massenmigrationsströme. Dieser Begriff Remigration ist nach dem inszenierten Geheimtreffen rund um Potsdam in aller Munde und in den Köpfen der Menschen. Auch die linken Sprachwissenschaftler des Unwort des Jahres haben den Begriff zur weiteren Popularität verholfen. Was als eine Kampagne gegen die AfD und Patrioten im ganzen Land geplant war, kam wie ein Bumerang zurück. Nun kennt jeder unser Konzept zur Remigration. Zwar sehen wir uns weiter mit einem verlogenen Framing des Begriffes und einer absichtlichen Falschinterpretation durch öffentlich-rechtliche Medien und Establishment konfrontiert, doch wir werden all unsere Reichweite nutzen und für die notwendige Gegenaufklärung sorgen. Lügen haben kurze Beine, liebe Freunde. Und dieses weise Sprichwort wird sich auch in diesem Fall wieder bewahrheiten und am Ende die verlogene Interpretation genauso als Lüge entlarven wie der angebliche Sturm auf die Fähre von Robert Habeck. Also, was ist eigentlich Remigration? Zusammenfassend geht es um eine Umkehr der Migrationsströme und mehreren Maßnahmepaketen, um dies zu erreichen. Auf der einen Seite die Abschiebung ausreisepflichtiger Migranten und die Ausweisung krimineller Ausländer und die Diskussion um die Aberkennung der deutschen Staatsbürgerschaft bei doppelter Staatsbürgerschaft und schwersten Verbrechen. Auf der anderen Seite bedeutet Remigration weiterhin Hilfe vor Ort und ein Ende der lebensgefährlichen Überfahrt übers Mittelmeer und andere Fluchtrouten. Die Remigration, meine Freunde, ist das humanere Konzept. Anders als ihre haltlosen Illusionen, Deutschland könne eine unbegrenzte Anzahl an Migranten aufnehmen, eine Illusion, welche Wirtschaftsflüchtlinge erst zur gefährlichen Flucht verleitet, in ein Land, in welchem sie keine dauerhafte Perspektive haben können und dürfen. Wir haben das verstanden. Ihr, die heute mutig für das Vaterland demonstriert, ihr habt es verstanden. Die linksgrünen Traumtänzer wollen es aber nicht verstehen oder noch perfider, verfolgen damit ganz bewusst eine Agenda gegen Deutschland. Dafür braucht man keine Verschwörungstheorie, denn die Akteure machen aus ihren Plänen keinen Hehl. Egal, ob der immer unlustige Jan Böhmermann, der in seiner primitiven Show selbst zugibt, dass er natürlich auch gegen Deutschland ist, oder der grüne Minister Habeck, der Vaterlandsliebe steht zum Kotzen fand. Doch die Altparteien sehen sich seit Jahren mit einer neuen Entwicklung konfrontiert. Die Mitte der Bevölkerung steht auf. Erst im vergangenen Jahr habe ich im Oktober mit Kollegen mich auf den Weg nach Sizilien und Lampedusa gemacht, einen Hotspot der illegalen Migration nach Europa. Wir wollten uns vor Ort selbst ein Bild machen und mit einheimischen Politikern ins Gespräch kommen. Das Fazit meiner Reise war ernüchternd. Auch für die italienische Bevölkerung vor Ort sind ausgerechnet die deutschen Schlepperschiffe, die sich selbst als Seenotretter bezeichnen, ein Riesenproblem. Die NGOs aus Deutschland fungieren wie Taxen, welche die illegale Überfahrt erst möglich machen und korrespondieren teils direkt mit den einheimischen Schleppern vor Ort. Die deutschen, angeblichen Seenotretter, geben diesen ihren Standort vor der nordafrikanischen Küste wieder. Die einheimischen Schlepper ziehen die Boote weit genug hinaus und die deutschen NGOs übernehmen und bringen die illegalen Migranten auf die kleine Insel Lampedusa. Und von dort aus, liebe Freunde, läuft die Migration nur noch in eine Richtung, nach Mitteleuropa und allen voran nach Deutschland. Und dabei gehen die italienischen Behörden mit den Illegalen nicht so zimperlich um wie die Behörden hier in Deutschland. Im Stadtbild Lampedusa sind diese erst gar nicht zu sehen. Sobald sie die Insel erreichen, werden diese sofort in Busse gebracht und außerhalb der Stadt in eine festungsartige Unterkunft gefahren. Dort bleiben sie bis zur Weiterreise. Der Schutz der eigenen Bevölkerung steht dort an erster Stelle. Und egal, mit wem wir auch geredet haben, wir stießen immer wieder auf Unverständnis und Kopfschütteln, dass die Bundesregierung in Deutschland diese deutschen Schlepperschiffe, Seenotretter, wie sie sich selbst nennen, finanziell auch noch unterstützt. Schande! Und dabei hat Australien gezeigt, wie es besser geht. Mit ihrer No-Way-Politik.
Illegale Bootsflüchtlinge wurden abgefangen und auf eine kleine Insel um Australien herum verwahrt, bis zu ihrer Rückführung. Keinem ist es gelungen, in Australien zu bleiben. Keinem! Damit ist Australien auch mit einer eigenen Kampagne an die Öffentlichkeit gegangen und auch schnell bei den Migranten hat sich das herumgesprochen. Und das Resultat? Die Menschen verzichten auf die gefährliche und unnötige Überfahrt und das Sterben auf dem Meer geht zurück. Die deutschen Seenotretter erreichen also mit ihrer Schlepperpolitik genau das Gegenteil. Sie locken die Menschen erst aufs Mittelmeer und verführen sie zu dieser gefährlichen Überfahrt. Nur eine konsequente Grenzpolitik und ausnahmslose Rückführung bei illegalen Übertritten kann auch das Sterben im Mittelmeer beenden. Ja. Dabei kann die Bundesrepublik Grenzschutz, wenn sie nur will. Eine neue Posse in der Geschichte der BRD durfte dabei in den letzten Wochen wieder bestaunt werden. Während Messerstecher, Vergewaltiger und Schwerverbrecher ganz problemlos und völlig unbehelligt die deutschen Grenzen passieren dürfen, darf ein junger österreichischer Patriot und Buchautor nicht mehr nach Deutschland einreisen. Völliger Irrsinn! Völliger Irrsinn! Martin! Ah, ich sehe, ihr wisst genau, wen ich meine. Lieben Gruß an Martin Sellner. Grüße von Dresden, aus Dresden nach Österreich. Und das System wird in seinem Abwehrkampf gegen alles vermeintlich Rechte immer totalitärer. Ein Beispiel aus Mecklenburg-Vorpommern, von dem ihr vermutlich alle auch schon gehört habt. Der Fall der Schülerin Loretta. Dieses Mädchen hat auf TikTok harmlose Videos gemacht, in denen sie auch aus ihrer Heimatliebe kein Hehl machte. Warum sollte sie auch? Daraufhin wird sie beim Schulleiter denunziert. Dieser greift zum Telefon und verständigt die Polizei. Die Polizei erscheint in der Schule mit drei Beamten, welche das Mädchen vor den Augen aller wie eine Schwerverbrecherin aus der Schule holen. Ja, Wahnsinn, oder? Das arme Mädchen bekommt, obwohl sie nie etwas Strafbares getan hat, nie etwas Strafbares gesagt oder gemacht hat, eine Gefährdeansprache und wird massiv eingeschüchtert. Diese Methode ist bekannt. Bestrafe einen und verschrecke Hunderte. Wer falsch denkt, soll zuerst denunziert, dann öffentlich bloßgestellt und letztlich eingeschüchtert werden. Das Mädchen war zu diesem Zeitpunkt 16 Jahre alt. Eine absolute Schande. Doch wir haben nicht schweigend zugeschaut, sind mit dem Fall in die Öffentlichkeit gegangen und konnten eine Welle der Entrüstung und Solidarität in diesem Land herbeiführen. Der Schulleiter wurde schneller mit den Konsequenzen seines Handels konfrontiert, als es ihm recht war, und auch das Mädchen und die Mutter wehrten sich. Bald wird dieser Fall auch die Gerichte dieser Republik beschäftigen, liebe Freunde. Aber dieser Fall hat auch eines ganz deutlich gemacht. Genau das ist das Handeln, was Innenministerin Faeser zusammen mit dem Verfassungsschutzpräsidenten Haldenwang in ihrer Pressekonferenz zu den Maßnahmen gegen Rechtsextremismus vorgestellt hat. Dass bereits Handeln unter der Strafbarkeitsschwelle sanktioniert und bestraft wird. Dass Patrioten in diesem Land ihrer Grundrechte beraubt werden und dass Menschen, die ihre Heimat lieben, sich gegen deren Vernichtung stellen, zu Verbrechern erklärt werden sollen. Aber, liebe Freunde, das zeigt uns doch eines ganz, ganz deutlich. Sie haben Angst vor uns. Sie haben Angst davor, ihre Macht zu verlieren. Und wenn wir kommen, liebe Freunde, dann nehmen wir ihnen alles weg. Ihre Macht, ihre Posten und ihre üppigen Diäten. Dann dürfen diese Damen und Herren sich eine anständige Arbeit suchen, denn dann ist es vorbei mit der Politik aus dem Elfenbeinturm heraus. Dann herrscht endlich wieder der Wille des deutschen Volkes. Das deutsche Volk, darf man das noch sagen? Der Verfassungsschutzpräsident Haldenwang wird die Ohren spitzen. Denn für ihn ist dieses deutsche Volk nur ein loser Verbund aller Staatsbürger mit deutschem Pass. Für die linken Parteien und Verfassungsschutzbehörden gibt es kein deutsches Volk, das aufgrund gemeinsamer Vorfahren, Geschichte, Kultur und Lebensraum entstand. Aber meine Freunde, ich sage es euch ganz deutlich. Wir sind mehr als nur ein wurzelloser Verbund von Menschen, die sich zufällig auf dem gleichen Fleckchen Erde befinden. Wir sind Deutsche
Und Deutsche wollen wir auch bleiben. Da können die Schlapphüte noch so toben. Und von mir aus können Sie auch irgendwelche wilde Notizen in meine Akten kritzeln. Wir sind ein Volk, wir sind das deutsche Volk. Und wir bleiben! Und wir bleiben das deutsche Volk, ganz genau. Und dabei ist der Verfassungsschutz schon lange selbst eine elementare Bedrohung für die Verfassung geworden. Das sehen mittlerweile nicht nur reformierte, renommierte Verfassungsschützer in ganz Deutschland so. Selbst der ehemalige, man höre und staune, ehemalige SPD-Finanzminister aus Mecklenburg-Vorpommern, meiner Heimat, Matthias Brotkorb, hat den Schlapphüten ein ganzes Buch gewidmet. Er bezeichnet den Verfassungsschutz als Gesinnungspolizei und kommt ganz unverhohlen zu dem Schluss, dass der Verfassungsschutz keine Reformierung mehr verdient hat, sondern aufgelöst gehört. Das aus dem Mund eines ehemaligen SPD-Landesministers ist das durchaus beachtlich. Und dass der Verfassungsschutz nicht neutral ist, das wissen wir schon lange. Der Präsident des Verfassungsschutzes wird von den Regierungsparteien berufen und will seinen Dienstherren gefallen, ist doch klar. Der Kampf gegen die Opposition gehört dabei genauso zu seinen Aufgaben wie die Bespitzelung der eigenen Bevölkerung. Habt ihr schon von dem Begriff des Delegitimierers gehört? Hier hat der Verfassungsschutz erst vor kurzem eine ganz neue Kategorie geschaffen, um noch mehr Bürger in sein Visier nehmen zu können. Wo der klassische Rechts-Links-Determinismus nicht mehr ausreicht, wird der Begriff des Delegitimierers verwendet. Und damit wird alleine die Kritik an der Regierung, ihrer Politik oder an den Maßnahmen, wie zum Beispiel zur Corona-Zeit, ein Fall für den Verfassungsschutz. Wie findet ihr, liebe Freunde, die Außenministerin Baerbock? Nicht gut? Delegitimierung des Staates. Was haltet ihr von den aktuellen Klimaschutzmaßnahmen der Bundesrepublik? Ihr kritisiert etwa diese Maßnahmen? Ja! Ja, liebe Freunde, Delegitimierung des Staates. Und, ach ja, wie zufrieden seid ihr mit der bundesdeutschen Konfrontationspolitik im Ukraine-Russland-Krieg und den Forderungen nach Krieg statt Frieden der FDP? Ja, ihr seid damit unzufrieden. Delegitimierung des Staates. So schnell, liebe Freunde, ist man heute ein Fall für den deutschen Verfassungsschutz. Aber wenn jeder irgendwann rechts oder ein Verfassungsfeind ist, verliert das Ganze seine Wirkung. Hier im Osten der Bundesrepublik sowieso. Wir haben unsere Erfahrung mit dieser Art von Behörden gesammelt und lassen uns nicht einschüchtern. Gestern nicht, heute nicht und auch morgen nicht. Wir bleiben kritisch, machen unseren Mund auf und lassen uns nicht verbiegen. Und dabei wird eines auch immer deutlicher und wichtiger. Wir haben den Plan schon lange durchschaut. Der Versuch, das patriotische Lager zu spalten. Und ich bin mir sicher, dass sie mit Enttäuschung wahrgenommen haben, dass wir nicht mehr über ihr Stöckchen springen und uns nicht spalten lassen oder auseinander differenzieren, sondern geschlossen weiter für unser Vaterland und eine deutsche Zukunft streiten. Ja. Zumindest hier im Osten haben wir verstanden, wer sich distanziert, verliert. Denn, liebe Freunde, der Feind, der steht da draußen. Er ist zahlreich und immer verzweifelter, schlägt er um sich wie eine wilde Furie. Er hasst das eigene, verachtet seine Zukunft und alle Menschheitsverbindungen, welche tiefe Wurzeln geschlagen haben. Für ihn gibt es keine Gemeinschaft, sondern nur das losgelöste Individuum ohne Verantwortung, ohne Auftrag, ohne Ziel. Er negiert biologische Tatsachen und glaubt, dass auch Männer Kinder gebären können. Für ihn gibt es mehrere Geschlechter, als wir Finger haben. Er ist dagegen, dagegen, dagegen und dagegen, hat aber keine eigenen Ziele und Visionen. Er läuft bedingungslos der linken Regierung hinterher und gibt seine Grundrechte freiwillig ab. Er hasst all diejenigen, für die Freiheit noch etwas bedeutet. Er ist totalitär im Denken, glaubt aber genau das Gegenteil zu tun. Sein Alltag ist bestimmt von Neurosen, diffusen Ängsten und Gestiken der Unterwerfung. Wir, liebe Freunde, wir sind anders als Sie. Wir lieben das eigene und wissen den Wert um die Gemeinschaft. Wir haben Wurzeln geschlagen.
Wir wissen, wer wir sind, ohne dabei ein losgelöstes Individuum ohne Bindung zu sein. Wir stehen ein für die Familie und sind Teil einer sichtbaren Ahnenkette. Für uns ist Deutschland nicht nur ein Ort, sondern Heimat, mit der wir kulturell und historisch verbunden sind. Wir! Wir lieben unsere Männer und Frauen und feiern die biologischen Unterschiede. Wir brauchen keine spalterischen linken Parolen, die versuchen, Männer und Frauen in besser oder schlechter zu unterteilen. Wir sind Partner und stehen uns gemeinsam zur Seite. Wir stehen ein für die Freiheit und das Recht auf freie Meinungsäußerung. Wir haben Visionen und kämpfen für ein blühendes und modernes Deutschland, liebe Freunde. Stellt euch doch nur einmal vor, anstatt unser gesamtes Steuergeld in die ganze Welt zu verschenken, würden wir es hier zu Investitionen bringen. Allein im Bereich der Infrastruktur. Dabei schaut die deutsche Öffentlichkeit oft neidisch nach Asien, vor allem Südkorea und Japan. Dort verfügen die Menschen über ein hochmodernes Infrastrukturnetz. Einige wenige Beispiele. Kontaktloses Bahnfahren, fast keine Verspätung, eine ständige Verfügbarkeit der Züge zu den Stoßzeiten, beheizte Wartebänke über WLAN, überall WLAN und ein unterschiedliches Schienennetz für Schnellzüge und Regionalzüge. Dort schafft man es tatsächlich, Verkehr von der Straße in die öffentlichen Verkehrsmittel zu verlagern. Ein Wunsch, den auch ohne Not viele Bundespolitiker hier in Deutschland hegen. In diesen Ländern werden nicht nur gute und moderne Lösungen gefunden, sondern auch das eigene Steuergeld in das eigene Land investiert. In Deutschland ist es genau umgekehrt. Hier wird aktiv der Autoverkehr sabotiert, Gebühren immer weiter erhöht und Mobilität zum Luxusgut gemacht, während die Alternative eine marode, unzuverlässige und veraltete Zuginfrastruktur ist, die jetzt schon nicht mehr richtig funktioniert. Zu wenig Züge, ein veraltetes Netz, auf dem sich Regio und Schnellzug die Schienen teilen müssen. Beheizbare Wartebänke und überall USB-Anschlüsse auch in den Wartehäuschen sowie in Zoll. Man denke an unsere Hauptstädte. USB-Anschlüsse wären nach einem Tag mit Kaugummis verklebt, die Bänke beschmiert und von Vandalismus zerstört. Leider stellen sich dieselben Bundespolitiker nicht die Frage, warum das so bei uns ist. Ich habe die Antwort. Weil wir lieber Radwege in Peru finanzieren und weil wir es mit einer Mentalität und Personengruppen im Land zu tun haben, die sich maßgeblich von der asiatischen und dort überwiegend autochthonen Bevölkerung unterscheidet. Und gibt es dann mal wieder deutsche Innovation, wie damals die Magnetschwebebahn, wird diese nach dem ersten Rückschlag mutlos ebenfalls ins Ausland verscherbelt. Es ist schlicht kein Geld da für den Fortschritt im eigenen Land. Es muss sich endlich maßgeblich etwas ändern in Deutschland. Auch dafür kämpfen wir Tag für Tag, liebe Freunde. Aber das, was wir wollen, was ihr in diesem Land wollt, ist den etablierten Politikern schon lange egal. Direkte Demokratie ist ein Fremdwort im Vokabular derer, die sich den Staat zur Beute gemacht haben. Und wenn es dann doch mal zu einer Beteiligung kommt, versuchen die Altparteien, den Willen der Bürger zu umgehen. So ist auch ein kleines Dorf in Mecklenburg-Vorpommern zum Synonym für die Masseneinwanderung in Deutschland geworden. Das kleine Dorf Upal im beschaulichen Nordwestmecklenburg. Dort hatten die Verantwortlichen tatsächlich geplant, dass mehr Asylanten als Dorfbewohner in dem kleinen Ort unterkommen sollten. Von vornherein haben sich die Bürger gewehrt. Ganz verhindert konnte diese Unterkunft jedoch leider nicht. Aber was die Anzahl der Migranten anbelangt, musste die Landesregierung zurückrudern. In vielen anderen Gemeinden in Mecklenburg-Vorpommern haben die Bürger gegen geplante Asylcontainer in ihren Städten Bürgerentscheide initiiert und gewonnen. Hier konnte der Bau von Asylcontainern durch die Bürger, durch eure Kraft selbst verhindert werden. So auch in meiner Heimatstadt Greifswald. Aber was macht der dortige Oberbürgermeister daraus? Ich muss wohl nicht verraten, dass er Grüner ist. Völlig lernresistent mit einer Politik gegen die eigene Bevölkerung zeigt sich Oberbürgermeister Fassbinder. Er wirbt weiter aktiv für noch mehr Zuwanderung in die Stadt. Dabei werden weder Mühen noch Kosten gescheut. Mit vielen bunten Infografiken und Statistiken will die Stadt auf ihrer Homepage die Mehr vom Heil der Zuwanderung verkünden. Eine Schande. Und völlig einseitig dabei und lässt begründete Sicherheitsbedenken der Greifswalder Bevölkerung einfach außen vor. Einwanderung ist notwendig.
Einwanderung ist nur gut. So das Dogma der Stadtverantwortlichen. Dass das nur stumpfe Propaganda ist, weiß niemand besser als unsere Bürger auf der Straße, welche tagtäglich von den teils gewalttätigen Auswirkungen dieser Massenmigration betroffen sind. Diese Politik aus dem Elfenbeinturm heraus spaltet und schafft vieles. Vertrauen in die Politik, liebe Freunde, jedoch nicht. Und so auch in der größten Stadt von Mecklenburg-Vorpommern eskaliert die Migrantengewalt. Fast jeden Tag, fast jedes Wochenende und tritt immer enthemmter auf. Am vorletzten Wochenende eskalierte die Gewalt in der Hansestadt Rostock. An einem Freitagabend gingen bislang unbekannte Personen auf einen 17-Jährigen in der Rostocker Innenstadt los und schlugen ihn auf dem am Boden liegenden Jungen ein. Schwer verletzt musste der junge Mann wenig später im Krankenhaus behandelt werden, während die Tätergruppe die Flucht ergriff. Laut Zeugenaussagen sollten die Täter alle ein südländisches Erscheinungsbild aufgewiesen haben. Der Bereich der Wallanlagen in der Innenstadt gilt in Rostock schon seit langem als Kriminalitätsschwerpunkt und ist immer wieder Schauplatz von Gewalteskalationen, an denen auch immer wieder Migranten beteiligt gewesen sind. Nur einen Abend später kam es am selben Ort wieder zu gewalttätigen Übergriffen, wo zwei Syrer einen eigenen Landsmann mit Messer und Bierflaschen attackierten. Und auch jetzt am Wochenende kam es wieder zu einer Massenmigration mit sehr wahrscheinlich ausländischem Hintergrund der Täter. Da ist die Polizei aber noch am Ermitteln. Bislang schauen der Staat und die Behörden jedoch machtlos auf die Situation, während die Politik das Problem durch den unaufhörlichen Zuzug weiterer Migranten noch verschärft. Und auch hier wird immer wieder deutlich, wir brauchen endlich einen konsequenten Aufnahmestopp, Grenzkontrollen und eine Politik der Remigration, die den sozialen und kulturellen Frieden in unserem Land bewahrt, liebe Freunde. So haben also auch wir im nordöstlichen Teil der Republik noch einiges zu schaffen und vieles vor uns. Aber wenn wir kommen, dann werden andere gehen. Das kann ich euch versprechen, liebe Freunde. Aber am Ende meiner Rede möchte ich den Blick noch einmal auf die Schönheit unserer Heimat zurückwerfen. Wir im Nordosten von Deutschland sind ja bekannt für unsere weitläufige Ostseeküste, die Kreidefelsen von Rügen, auf denen schon Ernst Moritz Arndt entlang wanderte, und unsere zahlreichen Seen im ganzen Land. Es ist eben auch die Landschaft, die Architektur, unsere Natur, Flora und Fauna, Wälder, Seen und Meer, welche unsere Heimat prägen. Selten habe ich als Fraktionsvorsitzender die Zeit zu genießen, aber wenn doch einmal wieder Zeit gefunden wird, so liebe ich es, unsere Heimat zu erwandern und zu Fuß zu erkunden. Und dieses Gefühl, liebe Freunde, kann keine Sprache besser beschreiben als unsere deutsche Sprache. Eine Sehnsucht, die tief in uns ruht. Der Mythos deutsche Wanderlust beschreibt den Drang, auf den Pfaden der Natur zu wandeln und die Steppen der Moderne hinter sich zu lassen. Eine deutsche Sehnsucht nach Natur, Einsamkeit und rauen Wegen. Der deutsche Wandersmann kennt dabei kein schlechtes Wetter oder bequemliche Manieren. Er wird eins mit der Natur und wandert auf gegebenen Pfaden. Dort genieße ich meine wenigen freien Tage abseits des oft unwürdigen Treibens deutscher Politik. In der Natur sind wir noch frei, verbunden mit unserer Heimaterde und können zur Ruhe kommen. Auch hier in Sachsen gibt es herrliche Wanderwege. Unweit von Dresden das wunderschöne Erzsandsteingebirge, das eine einzigartige Naturlandschaft in Deutschland widerspiegelt. Ja, liebe Sachsen, Heimat kann so schön sein und diese Heimat gilt es zu bewahren. Ich, liebe Dresdner, habe nur eine Sache, die ich mein eigen nennen möchte und die nebst all den Dingen des Erwerbs von wahrer Bedeutung ist. Eine Sache, die einzigartig ist und in Geld niemals aufzuwiegen. Eine Sache, die, wenn sie verloren, unwiederbringlich zerstört ist. Eine Sache, für die es sich wahrlich lohnt zu streiten. Ihr ahnt es schon. Es ist unsere Heimat, unser Deutschland, euer Sachsen und unser Mecklenburg-Vorpommern. Und dahingehend führt uns auch eine Vision eines freien Deutschlands, eines souveränen und deutschen Vaterlandes. Und diese Vision, liebe Freunde, die kann uns niemand nehmen. Abschließend noch ein paar Worte.
zu den Kriegstreibern auf der Bundes- und EU-Ebene und allen voran dem Kriegsgeheul von der FDP und ihrer Galionsfigur Strack-Zimmermann. Strack-Zimmermann, die sich nicht nur im kriegsverherrlichen Pro-Ukraine-Nikis öffentlichkeitswirksam inszeniert und für immer neue Waffenlieferungen schreit, sondern sich selbst als Oma Courage bezeichnet. Hier verwendet diese kriegsgeile Oma der FDP, so würde ich sie zumindest nennen, nicht zufällig eine Analogie des Brechts Mutter Courage. Mutter Courage setzt sich in Brechts Erzählung für Krieg statt Frieden ein und opfert dafür alles, selbst ihre eigenen Söhne. Wir aber, wir wollen keinen Krieg mit Russland. Wir wollen Diplomatie und Verhandlungen statt immer weiterer Waffenlieferungen. Und eines kann ich Frau Strack-Zimmermann versprechen. Unsere Söhne bekommen Sie nicht. Es ist auch immer wieder erschreckend, wie die Grünen wieder nach Krieg und Unglück schreien. Und das nicht zum ersten Mal in ihrer Geschichte. So war es der grüne Außenminister Joschka Fischer, der den ersten deutschen Kriegseinsatz nach dem Zweiten Weltkrieg legitimierte und deutsche Soldaten in den Kosovo schickte. Die Grünen sind eine Kriegspartei und das waren sie schon immer, liebe Freunde. Auch in diesem Jahr stehen die EU-Wahlen an und auch hier wollen wir hoffen, dass ein Rechtsruck durch Europa fegen wird und sich die Verhältnisse in Brüssel neu sortieren. Wir brauchen ein Europa der Vaterländer und umso stärker die patriotischen Kräfte in ganz Europa werden, umso näher werden wir diesem Ziel kommen. Denn der Moloch Brüssel, so wie er aktuell existiert, muss mindestens maßgeblich reformiert werden. Schluss mit dem Selbstbedienungsladen für Lobbyisten und Schluss mit den antidemokratischen Strukturen. Daher ist es auch hier wichtig, zur Wahl zu gehen. Nicht für Brüssel, liebe Freunde, aber für das politische, patriotische Europa. Liebe Sachsen, auch ihr habt es zur kommenden Landtagswahl wieder in der Hand. Wieder die Möglichkeit, euer Schicksal selbst zu bestimmen. Geht wählen, wählt deutsch und mobilisiert jeden, den ihr kennt. Ihr habt die historische Chance, wieder von Sachsen aus die gesamte Bundesrepublik zum Beben zu bringen, liebe Freunde. Wieder einmal seid ihr Wegbereiter für ein besseres Deutschland. Lasst euch auch in Zukunft nicht unterkriegen. Auch wir machen in Mecklenburg-Vorpommern weiter. Gemeinsam werden wir die politische Wende in diesem Land erreichen. Liebe Dresdner, liebe Sachsen, liebes Orga-Team von Pegida, es war mir heute eine große Ehre, hier sein zu dürfen, mit euch spazieren gehen zu dürfen, zu euch sprechen zu dürfen. Am Ursprung der Bewegung. Vielen lieben Dank, liebe Freunde. Danke, Nikolaus. Freunde, das war jetzt der Abschluss der fünfteiligen Reihe Führungskräfte der mitteldeutschen AfD in Dresden bei Pegida. An dieser Stelle nochmal herzlichen Dank von Anfang an Björn Höcke, an Jürgen Urban, Christoph Berndt, Oliver Kirchner und heute Nikolaus Kramer. Vielen Dank fürs Kommen, vielen Dank für die Eindrücke, die ihr mitgebracht habt. Und jetzt holt die Lämpchen raus. Nikolaus, du bleibst gleich hier oben. Wir wollen unsere Nationalhymne singen. Schön laut, dass die 10%, die vom Gegenprotest noch übrig geblieben worden sind, wissen, wie Patrioten beieinander sind. Einigkeit und Recht und Freiheit für das deutsche Vaterland. Danach lasst uns alle streben, brüderlich mit Herz und Hand. Einigkeit und Recht und Freiheit sind des Glückes Unterpfand. Blüh im Glanze dieses Glückes, blühe deutsches Vaterland. Blüh im Glanze dieses Glückes, blühe deutsches Vaterland.
Idioten. Einmal mehr haben wir eine friedliche und gewaltfreie Veranstaltung hinter uns gebracht. Merkt euch vor, den 20. Mai. War das richtig, Lutz? 20. Mai wieder in Dresden, Pegida. Genaueres erfahrt ihr noch vor allem. Also, wir können hier sagen, Neumarkt, 18.30 Uhr. Und ist der Pfingstmontag. Vielleicht haben da Leute Zeit, die sonst arbeiten sind oder Besuch kriegen, die dann sehr viel von Dresden machen. Kommt gut nach Hause, bleibt patriotisch, Freunde. Hiermit beende ich die Veranstaltung. Na immer, immer eigentlich, ne? Weil es ein Montag ist, ne? Ach, so schlimm, wie es wieder heute war. Die haben da echt eine Marke, ehrlich. Jetzt sind wir erstmal so ein bisschen. Jetzt sind nur, die sind schon viele fort, klar. Die sind schon eine Weile fort. Ja, das ist der Elf-Dreihals. Elf-Dreihals hier. Die kriegen ja bloß zwei Stunden bezahlt. Ach so, ja, genau. Dreiviertel sieben bis dreiviertel neun und da sind sie gegangen. Da sind sie gegangen, ne? Nur Elf-Dreihals, ne? Dreihals, rote Fest. Rote Fest. So ein Idiot, ey. Ob Ost, ob West, nieder mit der roten Fest. Genau. Rote Fest. Ich hab keinen. Ich hab mir mal der Krieg ist. So, ich hol meinen Rucksack noch, meine Gute. So, jetzt gucken wir mal, wie der Platz sich noch leert. So, steht erstmal fest. Thank you.
Damit wir hier nicht behindern. So, jetzt hau ich doch mal schnell hier rein. Meine lieben Zuschauer, ihr seht, wie schnell sich hier der Platz lichtet, wie alles sich schnell wieder verzieht. Ja, aber es ist nicht mehr viel Antifa da. Heute ist es sicher, nach Hause zu kommen. Aber die haben eben so einen unheimlichen Krach gemacht. Wie ihr mitgekriegt habt, war es ja so, dass die Musik musste immer mehr runtergeregelt werden und runtergeregelt werden. Und irgendwann war es denen doch zu laut und da musste die Musik ganz ausgemacht werden. Und wenn ihr hier vielleicht im Hintergrund mitgekriegt habt, wie laut die waren, unglaublich. Ja, also ich beende jetzt den Stream, ich bedanke mich bei allen Zuschauern, bei allen Chattern. Ich freue mich, wenn ihr uns abonniert, damit wir wieder ein bisschen nach vorne kommen, wenn ihr uns einen Daumen gebt. Danke an die lieben Mods, die immer mit dabei sind, an alle. Danke an Grindwald, der ja, das immer wieder möglich macht, dass wir das hier so live bringen können. Ich wünsche euch allen eine schöne Woche und ihr habt gehört, am 20. Mai ist wieder Pegida. Vielleicht ist zwischendurch noch mal irgendwas auf der Straße. Ja, wir sehen uns und recht, recht vielen Dank und einen schönen Abend noch. Danke, ciao. So.